So, da sind wir wohl wieder, ne? Vielleicht habe ich auch Ton, wenn ich mich anstelle. Wenn du dich nicht ganz doof anstellst, dann sogar wirklich, ja. Hi. So. Ja, nachdem wir das heute jetzt alles ein bisschen schnell hinter uns gebracht haben, in diesem Spiel vorher. Ach so, da fällt mir gerade was ein. Das hätte ich eben machen können. Was denn? Talking? Nee, IRL. Meine ich doch, Talking. So. Hi. Erstmal, und herzlich willkommen zum Backer-Talg. Ja. So richtig feines Talg für die Hände, ja. Gut. Wieso habe ich diesen Witz befürchtet? Was? Mit dem Talg. Mit dem Talg für die Hände? Ja. Weiß nicht. Ja. Ich also, kenne dich schon zu lange. Ich bin übrigens wirklich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich bleibe natürlich an dieser Yakuza 5 Speedrun-Geschichte dran. Und hoffe doch tatsächlich, dass wir in naher Zukunft einen Weltrekord zu vermelden haben. Also außerhalb den 30 von Jan, die er in Spielen erstellt hat, die ich kaum einer spielt. Du machst keinen. Ich möchte Spiele genießen. Danke, Jan. Das wisst ihr. Danke, Jan. Danke, Jan. Baka. Talk. IRL. Ich hab's zwar schon geändert, aber. Genau, IRL5. Wer kennt es nicht, das Spiel? IRL5. Sehr bekanntes Spiel, oder? Vor allen Dingen sollten wir jetzt wieder dahin gehen. Update. So. Im März. Das ist jetzt ja auch schon. Entschuldigung. Was läuft nur falsch in deinem Leben? März ist ja jetzt auch es schon. Es ist Sonntag. März ist jetzt ja auch schon ein Weilchen her. Ja, es ist fast 2,5 Monate, wenn man es so fast will, als wir diese Umfrage gestartet haben. Namenlose. Limonade. Ganz namenlos. Endlich mein Sponsor. Wenn die wieder wenigstens dafür Geld kriegen würden. So. Im März haben wir eine Umfrage gemacht, die doch sehr umfangreich war, die den einen von euch so 2 Minuten gekostet hat, den anderen eventuell 25, 30 Minuten. Ja, bitte. Wir haben einen Freiwilligen, um alle Witze rauszusuchen. Glaube auch, ja. Wir erwarten eine TXT-Datei mit Timecode, mit Videolink und Timecodes bitte in den nächsten Tagen bei uns im Postfach. Muss echt viel Zeit mitbringen. Das sind jetzt mittlerweile 1123 Stunden Videomaterial, die wir produziert haben. Kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, er überlegt sich das gleich doch nochmal an. Ja, ich glaube schon. Er guckt einfach nie die Sachen, wo ich drin bin, ne? Dann hat das weniger zu tun. So. Was soll ich sagen? Genau. Und in der Umfrage hatten wir ja dann doch euch drum gebeten, euch mal so ein bisschen Feedback dazulassen, wie man Sachen hier besser machen kann, Sachen eventuell sogar schlechter machen kann oder wir Stefan ein Tütü anziehen sollen, damit er noch bescheuerter aussieht als sonst. Oder Einhornkatzen drin vorkommen. Und wie ist euer Postfach? mail@backercrew.de. Nicht Mail, sondern Mail. Also Mail, M-A-I-L, ne? Mail. Wie ich schon sagte. Vielleicht sollten wir eine anlegen mit Mail. Ich bin ja auch schlau, K-L-U-K. So. Genug der Späße. Wir haben da so ein bisschen was vorbereitet. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, 10 Minuten vor Stream etwas zusammenzubasteln, dass es wenigstens hübsch aussieht, was wir da jetzt gleich tun werden. Und zwar, wir haben die Ergebnisse der Umfrage in eine sehr gut gemeinte, sehr große Präsentation gebastelt, die wir euch jetzt näher bringen wollen und werden ein paar Worte zu einigen Sachen sagen, die uns teilweise überrascht haben, teilweise sogar irgendwie entrüstet haben, würde ich fast schon behaupten. Wobei, aufs individuelle Feedback gehen wir ja gar nicht wirklich ein. Das haben wir ja schon getan. Genau. Das könnt ihr bei YouTube finden. Ich würde sagen, ich gerne noch mal. Von mir und dir. Genau. Der Jan macht das auch, glaube ich, nächste Woche. Das zumindest würde er sehr Donald gerne tun. Und Stefan tut das ja auch, wenn er wieder zurück ist. Und Momo kann halt nicht. Momo wird gemobbt. Momo kam gar nicht drin vor, weil sie ja nicht gestreamt hat. So. Also, ich gehe mal eben auf diesen anderen Screen rüber. Dann seht ihr da diese Wunderbärchen-Umfrage, ja. Wunderbärchen. Diese Wunderbärchen-Umfrage. Muss ja den Chat wieder aufmachen, so, dass ich auch sehe, was ihr lustige Sachen schreibt. Deswegen habe ich mir jetzt auf meinem Bildschirm den Chat aufgemacht. Oh ja, guck mal wieder nach da. Tortendiagramme. Das sieht nicht sehr nach Torte aus, wenn du mich so fragst. Kommt noch. Also. Was ist eigentlich aus der Torte bei uns im Kühlschrank geworden?
Das, keine Ahnung, können wir das hinterher klären? Die IHK lernen. Ich glaube, er meint für seine Prüfung. Achso. Macht Sinn. Oder wirst du IHK lernen? Also, wir haben euch ganz am Anfang, hatten wir euch gefragt, so allgemeine Streaming-Qualität und so ein paar Sachen wie... Wollt ihr euch erst über Essen unterhalten? Ich würde gerne ein bisschen Content machen, und dass wir drüber reden können. Danach können wir Quatsch machen. Ja? Okay? Torte? Ja, ja, Moment. Der Tortendiagramm-Hype ist real. Wart doch mal ab jetzt. So. Wir haben euch ganz am Anfang gefragt, wie sieht es denn präsentationstechnisch so aus? Dann unter anderem auch, wie findet ihr das Design etc. pp. Und ihr merkt diese Anomalien, die in den Balkendiagrammen vorkamen. Ich habe die genauso eins zu eins raus. Wie oft möchtest du mich eigentlich noch unterbringen? Entschuldigung. Erzähl, was du zu sagen. Ich wollte nur sagen, in einer Fernsehsendung, wo wir das jetzt haben, wir haben 19 Zuschauer gefragt. Nee, das ist Chat-Duell, das ist falsch. Aber naja, also bei Wer wird Millionär würde man jetzt wahrscheinlich Antwort Nummer 4 nehmen. Das stimmt. Und dann hatte doch der eine recht, der die 2 genommen hat. So, mal davon ab. Die Frage stellt sich dann natürlich, ja, man hat natürlich immer solche Trolls zwischendrin, die eventuell so antworten, aber man fängt dann trotzdem an zu hinterfragen, warum ist die Präsentation denn jetzt eine 4? Oder eine 5, weil die 4 überwiegt ja tatsächlich. Das Problem ist jetzt wiederum, dass in den Texten, die wir von euch gekriegt haben, im Prinzip nicht wirklich so ganz wiedergespiegelt ist, warum eigentlich. Und das ist ein Problem. Das haben wir aber auch schon während der Umfrage praktisch angesprochen, dass sehr wohl positives als auch negatives Feedback, da sollte man dann halt doch im Prinzip schon sagen, woran es liegt. Ne? Und ja, ich klicke einfach mal weiter. Also ihr seid euch zumindest einig, dass die Präsentation so im oberen Drittel anzusiedeln vielleicht ist. Solltest du dazu sagen, 1 ist schlecht und 5 ist gut, also ja, genau. Andersrum als in der genau, Schule. Genau, die Skala ist 5 Sternchen, 4 Sternchen und 1 Sternchen ist nicht so gut. Nicht so gut. So. Kann ich das jetzt hier überhaupt machen? Ich kann doch hier jetzt... Ach ja, genau. So, Spaßfaktor war auch noch so ein Ding. Die Frage ist jetzt, wolltet ihr unbedingt eine Treppe bauen oder ist das wirklich so, ging das wirklich so auseinander? Und die Frage ist tatsächlich, warum ist es so? Kermit war bestimmt die 2. Ich meine, jeder interpretiert ja Spaßfaktor im Prinzip anders. Ja? Jetzt würde mich allerdings halt wirklich interessieren, dass leider auch wiederum nicht. Sterne sind eigentlich nie gut. Aber du bist doch toll, Sternchen. Aber du bist doch hier. Boah, das ist sehr überraschend beim Spaß. Ja, das ist halt eben das, was ich meinte. Die Texte geben auch da nicht wirklich wieder. Warum ebbt das denn so ab? Also ich kann verstehen, wenn man beim Spaßfaktor vielleicht die 3 anwählt, wenn man mit meinem Humor nicht klarkommt. Das ist okay. Ja, es ist halt. Es sollte ja der ganze Kanal bewertet werden. Jetzt frage ich mich halt so. Das sind jetzt wahrscheinlich hier rechts. Seht ihr eigentlich meine Maus? Ja, okay. Die hier rechts, das sind jetzt wahrscheinlich die Leute, die halt wirklich intensiv bei uns zugucken. Ne? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass so, ja, dass die 3 jetzt eher so die Leute sind, die ab und zu mal reingucken. Die halt im Prinzip, die sehen dann einen Stream und ja. Ich habe im Text gemerkt, ja, zu den Texten kommen wir gleich. Ne, also da. Ja, wart ihr euch dann doch nicht so ganz einig, in welchem Drittel ihr euch so ansiedeln wollt, aber seid euch einig, wir haben zumindest ein klein wenig Spaß hier. Also. Ne? Das würden wir wahrscheinlich nicht. Die rechte Hälfte ist doch sehr groß populiert. Jetzt wäre halt interessant zu wissen, für die Leute, die jetzt halt prinzipiell gesagt haben, ist jetzt nicht so spaßig. Falls ihr euch traut, könnt euch. Wir hauen nicht und so. Ne? Schreibt uns doch einfach mal, woran es liegt. Ja? Weil wir versuchen uns ja auch in irgendeiner Form zu verbessern. Klar, wir versuchen da nicht krampfhaft lustiger zu sein oder ernster zu sein, weil wir halt nun mal einfach so sind. Aber wenn es halt einfach Sachen sind, die wir ändern können, dann würden wir sie sehr gern ändern. Wir müssen nur wissen, welche das sind. Und die kommen halt leider auch teilweise in den Texten nicht vor. Ich sag immer, man ist automatisch trauriger, wenn man nicht weiß, warum irgendwas gewotet wurde, als wenn man weiß, warum es gewotet wurde. Genau. Das nächste Ding ist die Zuschauereinbindung. Da war auch eine Treppe. Ist auch so ein leichtes Treppchen, ja. Aber der Großteil ist bei der 4 und der 5.
Also da habe ich mir auch wieder gesagt, so ja, größtenteils ist es wahrscheinlich so, das sind die, die so häufig zugucken. Hier, die Fünfer. Die ihre eigenen Emotes haben, nicht Emotes, sondern die eigenen Commands. Das kann gut sein. Die vier, das ist dann halt so unregelmäßige Gucker, die halt dann bei denen uns das Problem. Hat die gleiche Person überall eine 2 gegeben? Ja, gehe ich von aus, ja. Also ich weiß, dass die dass eine Person auf jeden Fall, glaube ich, bei mir überall 1-1-1-1-1 gewählt hat. Also wie gesagt, lassen wir die Anomalien mal außen vor, auch wenn sie vielleicht auch wichtig sind, wenn sie ernst gemeint sind. Die vier, das kann ich mir vorstellen, das sind dann wahrscheinlich so Leute, die halt da ab und zu mal reingucken und das vielleicht Namen sind, die wir nicht auf den ersten Blick vielleicht wieder erkennen werden, weil sie halt eben nicht so oft da sind. Dann kann ich dann halt natürlich verstehen, da wäre ich dann auch irgendwie so ein bisschen geknickt vermutlich, wenn ich jetzt dann halt nach, keine Ahnung, 3 Wochen wieder reinkomme und der Streamer kennt mich nicht mehr. Oder ich werde übersehen im Chat. Und ihr wisst jetzt ja mittlerweile auch, wie sehr wir uns drum bemühen tatsächlich, dass wir für jeden in irgendeiner Form irgendwie eine Geschichte fast haben, weil dadurch kann man sich auch Leute besser merken. Wenn ich mir immer nicht merken kann, darf man mir das nicht übel nehmen, weil ich habe ein Hirn wie ein Goldfisch. Ja, dann kann ich trotzdem nichts merken. Und ist doch schön. Danke, Schle. So, und ja, Zuschauereinbindung, das ist halt dann relativ schwierig. Da hast du natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel bei Jan oder mir jetzt, wo ich jetzt zum Beispiel beim Speedrun nicht ganz so drauf eingehen konnte. Und in letzter Zeit war ja das mit Quiplash auch so eher rar gesät, weil wir ja auch gemerkt haben, so kannst halt nicht Quiplash spielen, wenn nur 3 Leute da sind. Danke, Schleen. Auch schön. Und ihr müsst es ja auch mittlerweile tatsächlich wissen, dass wenn die Chat-Aktivität doch sehr hoch ist, dass wir bei uns auch einfach mal beim Spiel Pause drücken und einfach mal die Themen im Chat auch abarbeiten und das Spiel ist Nebensache. Das ist zumindest das, was die Zuschauereinbindung angeht und dass wir einen großen Zuschauerzusammenhalt haben. Also wir als Streamer und ihr als Zuschauer, das haben wir gestern, glaube ich, gezeigt. Ich muss eins auch nochmal sagen, ich finde das immer total toll, wie wir eigentlich so zwischen den Leuten, die in der J-Style-Streamer-Community, die sind auch hin und her hüpfen, ob du jetzt zu einem beim Kermit bist, gut, Kermit wird nicht bei J-Style-Streamer spielen, aber gehört egal. Aber zur Crew, lass den Gas bitte stehen. Ja, gehört zur Crew. Ob es beim Kishi ist, beim Ranma, bei der Leilana, wer auch immer zu dieser kleinen Community gehört. Man sieht fast immer dieselben Flachnasen. Was mir aufgefallen ist jetzt auch zum Beispiel, das habe ich durch Tamara irgendwie mitbekommen, dass der Kishi in letzter Zeit irgendwie so vom Stream her anpasst, wie der Kermit das eine Zeit lang auch gemacht hat, dass er praktisch streamt, bis wir anfangen, um da halt irgendwie Leute mitzubringen, weil wir dann am Schluss die Leute wieder zu ihm rüberschicken oder zu irgendwem anders, der gerade noch im Anschluss streamt. Es sei denn, er bekommt mit, dass er doch noch irgendwas zu tun hat. So wie heute, ja. Flachnasen. Flachnasen ist genauso lieb gemeint wie Pissnacken. Vielleicht wechsle ich ja noch. Ich brauche erstmal ein passendes Spiel. Ja, damit muss nicht immer, ne? Ich sehe die Katze irgendwann mal so unelegant von deinem Kopf fallen, dass dein Glas umnietet. Nee. Und dass wir halt im Allgemeinen einen großen. Gut, dass ich das jetzt gerade nicht sehe. Danke für den Host. Der denn ohne E. Ich kann mich gerade nicht zu stark bewegen. Dass wir einen großen Zusammenhalt haben wir gestern irgendwie gezeigt. Wir haben eigentlich nur gesagt, geht mal eben rüber zu Angie und lasst mal vielleicht ein Herz da. Also das da. Ja, Tamara hat das genauso gemacht. Und es, lasst es mich unter einem Satz zusammenfassen, was da gestern Abend passiert ist. Well, that escalated quickly. Ich weiß nicht, was alles passiert ist. Ich habe mir sagen lassen, es hat das sieht großartig aus. Was? Die ganzen Hosts da unten, wo sieht dieses Balkendiagramm? Und wir so, was spielen die denn da? Also das war richtig toll, das hat mir richtig gut gefallen. Und ich erinnere mich halt einfach auch noch dran, wie wir damals gesagt haben, als das war, glaube ich, nach unserem ersten größeren Host, dass wir gesagt haben, wenn wir irgendwann mal die Möglichkeit haben, dann würden wir das, glaube ich, gern genauso machen. Und das, was gestern passiert ist, das hat sich genauso angefühlt. Das hat sich sehr, sehr gut angefühlt und das würden wir auch gerne öfter machen. So viel zur Zuschauereinbindung. Und natürlich, wir versuchen natürlich in Zukunft halt auch zu gucken, dass wir mit dem einen oder anderen von euch halt auch spielen. Ich will doch nur spielen. Was halt natürlich beim Großteil unserer Spiele halt recht schwierig ist. Vielleicht will noch jemand nachher mit mir Final Fantasy spielen. Außer das natürlich.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, ich klicke mal eben weiter. Allgemeines Feedback zur Streamqualität. Ich weiß, wir haben es schon mal vorgelesen, aber jetzt machen wir es in der Allgemeinheit nochmal. Spiele werden gut präsentiert, dann wären wir bei der Präsentation. Das Layout passt immer wie die Faust aufs Auge. Beim Spaßfaktor gibt es für mich einen Punkt Abzug, weil ich einfach nicht so viel mit den stumpfen Witzen anfangen kann. Das haben wir ja geklärt praktisch. Zuschauer werden immer bisher gut eingebunden und jeder hat eine kleine Story im Kanal, einige sogar einige Bot-Commands. Haben wir auch schon angesprochen. Ja. Brauche ich also nichts mehr zu sagen, haben wir schon angesprochen. Ja, wird da für euch leider keine Hilfe sein, zwecks konstruktive Kritik. Da ich den Stream von der Qualität der einwandfrei finde, da haben wir ja dank Nensa. Da haben wir ja dank Nensa auch so ein bisschen nochmal an der Qualität rumgeschraubt, dass das ein bisschen besser wirkt. Problem ist halt, das können wir halt nur bei unserer Seite machen. Stefans Internet ist jetzt nicht so gut, dass der mit einer riesen Bandbreite rausstreamen kann. Bei Jan müsste man es halt mal testen, wie hoch es geht, aber man muss es nicht übertreiben. Das heißt, da hast du natürlich die Schwankungen, die allgemein über die Leute verteilt eben sind. Und ja. Ne? Dann, wo war ich? Hab schon mal im Chat vor einigen Wochen geschrieben. Aber man sieht einfach, wie viel Mühe ihr euch in Sachen Design, Präsentation und Zuschauereinbindung unter anderem gebt. Gleichzeitig kann man in Ruhe das Spiel verfolgen, wird super vom jeweiligen Streamer unterhalten. Das ist zumindest etwas, was wir als Ziel haben. Bin nämlich selbst ein Freund von konstruktiver Kritik, da ich finde, dass sie jemandem nur verbessern und helfen kann. Deshalb betone ich nur mal gerne, dass ich vom Team und der Streamqualität an sich absolut zufrieden bin. Ein Lob kann denke ich mal hier nicht schaden. So. Haben wir auch schon alles angesprochen. Sind auch im Prinzip die Sachen, die wir machen wollen. Die Streams sind super. Habe jedes Mal Spaß zuzuschalten. Jetzt. Und fühle mich so wohl in dieser Community. Ja, ihr dürft gerne über eure Rechtschreibung lachen, wenn ihr das jetzt seht. Ja, bei uns ist das ja genauso. Mhm. Weil nur schalten wir halt nicht ein, wir schalten höchstens den Stream ein. Wir schalten und wir haben halt, im Prinzip haben wir das gleiche Gefühl vermutlich wie ihr dann. Wir haben dann halt auch irgendwie unseren Tag, der vielleicht eher so semi-optimal läuft und dann sind wir abends da Schall und Rauch, richtig. Die sind halt, ne, vom... Es ist noch per Grammophon werden die noch übertragen, über Schall, weißt du? Wir haben halt das Gleiche auch. Dann hast du nach so einem echt öden Tag, freust du dich halt auch einfach, weil du halt genau weißt, dass die Leute, die da halt irgendwie im Chat rumhängen, das seid ihr, die bringen einem dann positive einfach Energie. Ja, genau. Im Prinzip genau das. Der Stern wurde gerade aufmerksam. Wenn er gleich anfängt zu niesen, ist es wohl ein Sternschnupfen. Eine Sternschnuppe. Aber eigentlich ist das Thema eh Schnuppe. Egal. So, das dazu. Jetzt kommen wir zum Stream-Inhalt. Wie sehr sagt dir die Spieleauswahl auf unserem Kanal zu? Meinungen gehen jetzt da auch so wieder auseinander, aber anscheinend immer recht positiv. Zumindest 4 Sterne gibt es dafür. Also 4 davon. Ich kann natürlich, da müssen wir jetzt sagen, das Ding hat ja, benutzt diesen Begriff immer sehr gerne, ist ein Damoklesschwert. Seit ich Tamara kenne, denn einerseits haben wir ja irgendwo ein Ziel, den Hauptschwerpunkt auf eben den Japano spielen zu lassen. Es ist dann natürlich schwer, wenn da jemand mit der Erwartung halt da ist, dass wir im Prinzip Spiele spielen, die nicht dazu passen, wie jetzt jeder anscheinend Pup spielt. Werdet ihr hier halt nicht sehen. Nicht sehr glücklich werden. Das bringt dann nichts. Oder wenn jemand gerne Shooter sieht und wir spielen halt keine Shooter. Die Hoffnung stirbt hier, leider. Auf dem Weg. Mindestens schon. Und ich kann mir halt zum Beispiel erklären, dass die 4 dadurch zustande kommt, dass wir halt immer noch nicht so das Perfekte gefunden haben, aber die es vielleicht... Das sind jetzt zum Beispiel, dass die 3 Leute, die jetzt die 5 gewotet haben, das sind jetzt genau die im Prinzip genau... Ne? Für die haben wir genau das Programm, was wir sehen wollen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es halt vielleicht daran liegt, dass unsere Spiele viel, viel auf Englisch sind und der eine oder andere dann halt doch kein Englisch kann und wir übersetzen ja nicht, sondern lesen einfach für uns. Weil es jetzt gerade im Chat um das Thema geht, ich muss auch zugeben, ich bin leider niemand, der bei Twitch in irgendeiner Form halt irgendwelche Shooter-Spiele guckt. Mhm. Weil ich bin immer noch der Meinung, so das hat inhaltlich einfach nichts Tolles. Bei mir ist das ja auch so. Ich bin auf Facebook in ganz, ganz vielen Gruppen drin, wo es um Streaming geht. Ich scroll drüber und denke mir,
Spiel nicht genannt, Spiel nicht genannt. Oh, noch ein Shooter, noch ein Shooter, noch ein Shooter. Das ist halt, wenn du dir jetzt anguckst, das ist halt für mich ein Eindruck, dass man dann halt irgendwie Spiele aufgreift, die jetzt jeder macht, weil da in irgendeiner Form, da greift man halt die Views mit ab. Da hat Kermit recht. Er meint nämlich, da die Leute aber trotz der nicht perfekt passenden Spiele mehr Spaß haben, ist das ein gutes Zeichen für euch. Hat er nicht unrecht. Ich weiß zwar nicht, wie ich den Smiley dahinter deuten soll. Es ist die Froschzunge. Ach so. Weißt du? Dann leckt er sich aber die Augen ab. Weiß man nicht so genau. Vielleicht ist das einfach auch nur. Vielleicht ist das ein umgedrehter Smiley und hat einfach so eine LeFloid-Mütze auf. Oh. Nun. Ich kann es mir dann halt auch nur dadurch vorstellen, dass halt eben die 4. Das ist dann halt einfach, glaube ich, so. Man will sich drauf einlassen und guckt sich das tatsächlich an. Oh, Jariva. Yakuza ist halt größtenteils einfach, prügel dich eigentlich von A nach B und hab eine gute Story. Sind aber 80% der Spiele. Das Problem ist nur, seit du hier bist, hast du eigentlich nur den Hostess-Club-Teil gesehen, der einfach nichts mit der Hauptstory zu tun hat. Ich persönlich muss sagen, ich mag Yakuza. Ich finde halt bei Yakuza. Auch wenn ich meistens die Frauenparts übernehme. bei Yakuza ist halt wirklich. Das ist ein richtig story-driven Spiel. Mhm. Das macht Story echt viel aus. Also wenn man Story halt nicht mitbekommt in Yakuza, hat man viel verpasst. Schleim intensifies. Kermit kennt sich mit sowas aus. Mit Schleim. Also dann sind wir uns also prinzipiell einig. Wir sind entweder auf einem guten Weg oder wir sind auf einem Abstieg, denn im Prinzip. Links und rechts verteilt sich's gleichmäßig. Aber zumindest die Idee war ja damals im Prinzip ja auch. Wir wollen euch eigentlich. Siehst du, und das ist ja nicht im Prinzip Hauptcontent des Spiels. Muss das war nur Chris, der sehr lange Lust hatte, Weiber Geschenke zu schenken. Mittwoch siehst du das normale Spiel, nämlich am Donnerstag, als ich ja nicht streamen konnte, haben wir endlich mit der Story weitergemacht. Oh Wunder. Bei Yakuza 5 ist es ja auch, da haben wir ja auch im Prinzip direkt komplett Story durchgemacht. Es gab einen Teil für die Wii. Das überrascht mich jetzt. Ich auch. Ich muss mal recherchieren. Was will ich jetzt noch sagen? Ja, also dadurch können wir halt im Prinzip nur vorstellen, dass wir dadurch, dass wir euch primär eigentlich von Anfang an Spiele zeigen wollten, die uns gefallen, die wir euch näher bringen wollten. Ich meine, wer guckt sich freiwillig denn die ganze Zeit das blöde Gegrinde von Idolmaster an? Da muss man schon mit dem Spiel was anfangen können. Auch wenn es eine Sprache ist, die keiner von uns hier richtig versteht. Ne? Also, das mal vorneweg. So, ups, das war ein bisschen. Oh, tatsächlich. Schön. Oh, wie? Gab's sie da schon? Doch, muss ja. Bin etwas verwirrt. PlayStation 2, PlayStation 3, Wii U. Der erste Teil. Dann gab's das wohl für die Wii U. 8. August 2013. Man lernt noch dazu. Nicht zu fassen. So. Welche dieser Spiele haben dir gefallen? Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, der mich persönlich sehr überrascht hat. Denn, kannst du aufhören? Wir müssen reden. Ich bin dabei. Wir haben gerade dieses Balken bei der 4 gesehen. Und jetzt gucken wir uns mal eben an, ja, wie viel Stimmen jeweils für genau diese Spiele abgegeben wurden, die anscheinend am meisten gemocht werden. Ja, also im März. März wohlgemerkt, ja? Genau. Yakuza Zero haben wir gar nicht so lange gespielt zu dem Zeitpunkt. Ach so, das eine ist einmal Link to the Past hier und das ist Breath of the Wild hier unten. So, also Yakuza Zero und Yakuza 5. 8 und 10 Stimmen, okay. Aber jetzt guckt euch die Spiele an, die am meisten Stimmen gekriegt haben. Das war Final Fantasy 9, das ist Quiplash. Bisschen traurig macht es mich, dass Final Fantasy 14 nur 6 hat. Hast du aber zu dem Zeitpunkt nicht so exzessiv gemacht. Ich bin eher traurig, dass 0 Stimmen für 5 Butterfly da sind. Ich hab's ja auch einmal gemacht und ich sah scheiße dabei aus, es war Halloween. Also ist eigentlich schon viel zu lange her für die Umfrage.
Ja, und Breath of the Wild. So. Was jetzt irgendwie nicht so gut ankam, das ist für Stefan, glaube ich, sehr, sehr schade, sind die Digimon-Spiele. Hallo Kishi. Hi Kishi. Ja? Und Anime Studio Simulator, das war halt zum Beispiel Klaspars Favorite. Wobei er schon relativ viele Leute bei sich hatte bei Digimon, fand ich. Ja, deshalb überrascht mich das halt, wie gesagt. Und dann hast du hier so Klassiker zwischendrin, wie Baphomets Fluch, das sind 9 und 8 Stimmen, die waren schon anscheinend sehr interessiert dran. Und die Final Fantasy Reihe, das geht ja an sich eigentlich auch ganz gut. Minecraft sind halt 4 Stimmen, haben wir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich gemacht. Wir haben 2 Episoden von Life in the Woods gemacht und davor war ja nur Creative. Kann was also mir verstehen. Auffällt, meine Spiele sind eigentlich immer fast nur 6 oder 7 Stimmen. Aber danke, dass ihr trotzdem da seid. Hatte wegen, siehste? Also, es ist dadurch sehr interessant, weil wir ja über die ganze Woche hinweg diese verschiedenen Spiele eben spielen. Mhm. Und da ja für jeden an sich halt... Ich weiß, was du sagen willst, glaube ich. So, ja, 6 oder 7 ist okay, wenn du halt drüber nachdenkst. 19 Leute haben praktisch abgestimmt. Das heißt... 12 Leute ist im Prinzip schon, also 12 Stimmen ist schon, wenn du das als Maximum nimmst, ist 7, 8 total okay. Ja. Huch! Wer war das? Ich liebe Markus. Markus, wir lieben dich auch. Moment, stopp, das ist ja eine Person, die Markus liebt. Vielleicht will diese Person aber auch einfach nur sagen, dass er Markus, dass wir Markus lieben. Oder diese Person, die ich liebe, Markus, will... Verwirr mich nicht. Ich habe mich gerade selbst verwirrt. Ich habe mich aus Verwirrung selbst verletzt. Genau, danke für deinen Follow. Fühl dich hier ganz wie zu Hause. Genau. Ja, eben. Das sind halt die Sachen. Ich sage, da musst du einfach mit klarkommen. Wenn du die Serien oder das Franchise nicht magst, dann ist das recht schwierig. Mhm. Und dann ist jetzt noch der Punkt, der jetzt im Chat angesprochen wird, weil primär sind die Spiele, ja, dazu kommen wir später nochmal. An sich eher so Hintergrundding, weil man wegen den Leuten dann da ist. Die ja auch sehr lustig verstreut über die Woche dann halt auch streamen. Dahingehend. Es hat mich auch tatsächlich überrascht, das muss ich euch an einem gewissen Punkt sagen, irgendwann mal montags mal so viel los, ein paar Wochen lang, dass ich mich gefragt habe, was mache ich eigentlich falsch, dass auf einmal die Leute da rumhängen, oder was mache ich richtig? Ich möchte mal kurz zu Kermits Dingen sagen. Nein, ich glaube eher, dass die Person... Die ich liebe Markus, will, dass wir sagen, dass sie Markus liebt. Nein, ich bin nicht der Kunde. Das ist eigentlich einfach, das ist nur wieder ein Account von dir, aber das wissen wir doch alle. Und ein 10-Account. So. Aber das war halt sehr überraschend, wie sich das da verteilt hat. Vor allen Dingen finde ich die eine Stimme über Straßen des Glücks großartig. Wollen wir uns kurz drüber unterhalten? Haben wir auch nur einmal gespielt. Ne, aber da wissen wir halt im Prinzip. Wo der Hase läuft hier. Quiplash ist halt eine Sache, die werdet ihr vermutlich hier nie los. So, jetzt kommt der interessante Teil. Welche Spiele würdest du gerne auf unserem Kanal sehen? Beziehungsweise würdest du dir wünschen? Good Moon haben wir schon geklärt. Das versuchen wir auch unbedingt. So, Anime Retro Games. Da hätte ich mir persönlich gewünscht, schreibt bitte dazu, welche Spiele das sind. Weil es gibt sehr, sehr, sehr viel. Und auch wir können nie alles kennen. Und die andere Frage ist, was ist mit Anime Retro Game gemeint? Wirklich die Spiele, die zu einem Anime gehören oder die im Anime-Stil sind? Zum Beispiel. Und dann haben wir hier, oh, ich sehe gerade, dass die eine Antwort von der Cam abgeschnitten wird. Da hätte ich drüber nachdenken können. Ja, alle finde ich auch sehr gut. Meine ich ja, gerade die später dazu gekommen sind, die haben ja vielleicht die ersten gar nicht gesehen. Also, ja, Princess Maker Refine. Ja, das wissen wir ja von Klaspar. Princess Maker muss man auch mögen, um da wirklich sich das angucken zu können, zu wollen. Link's Awakening, das ist wahrscheinlich, es geht wahrscheinlich eher in Richtung Jan, weil er die 2D-Zelda-Teile vermutlich mehr mag. Lass mich das kurz neu formulieren. Ich glaube nicht mehr, seitdem er so oft stirbt. Link to the Past. Secret of Mana, ja. Ja, wir haben es, glaube ich, schon dreimal gesagt. Wir wollen es unbedingt in einem 24-Stunden-Stream machen, weil das einfach ein Spiel ist, was du zu dritt einfach sehr, sehr gut spielen kannst. Alleine macht das keinen Spaß. Danganronpa, ja, ist geplant. Mach ich demnächst. Tust du? Dieses Nintendo, ist auch schön. Dieses Nintendo wie Königreich-Spiel aus dem letzten Livestream. Weißt du, was ich meine? Final Fantasy Crystal Chronicles, My Life as a King. Es ist halt. Zum Zugucken vermute ich das
stinklangweiligste Spiel auf Welt, aber es, wenn es gewünscht wird, mache ich das natürlich weiter bzw. fertig, denn ich kenne das Ende auch nicht. Alle ist ein großartiges Spiel. Ich weiß zwar nicht, auf welcher Plattform. Wenn uns das jemand kauft, das da, Spiel Alle, dann spielen wir. Da hat sich ja schon unser Denne drüber amüsiert. Ja, gerade schon. Die alten Thief-Teile ist jetzt nicht wirklich was, was auf dem Kanal passt, aber es ist wahrscheinlich auch was, was. Das ist eh seine Stand- oder ihre Standardantwort. Ja, aber es ist eh Standardantwort. So. Sword Art Online, Memroy. Mach dich nicht lustig. Ich lese nur vor, wie es da steht. Ja, es ist. Sag ich ja. Es ist halt. Es ist SimCity mit langweiligen Management-Elementen, so. Nur halt in einem Schloss. Ja, neuer Sword Art Online-Titel. Mobile Game ist halt schwierig, das abzugreifen. Mhm. Also, wir können es höchstens auf dem Tablet, aber das ist dann halt wie Starlight Stage. Muss man gucken. Ich glaube, ich weiß, wer das war. Das Sao Mobile Game ist eher mehr und nichts für ein Stream. Mobile Game ist auch immer so eine Platzfrage vor der Mobile Device. Ich zum Beispiel habe auf meinem Handy gar keinen Platz mehr. Wir haben halt nur das eine Tablet, was in irgendeiner Form, das ist vor allen Dingen auch so eine alte Kiste, das halt selbst mit Starlight Stage, wie ihr gemerkt habt, so das ein oder andere Problemchen hat. Mm. Ja. Restlichen Teile von Final Fantasy Friday. Wobei ich da noch sagen muss, dass wir unbedingt Crystal Chronicles noch mit reinnehmen müssen, weil, ne, aus Gründen. Breath of Fire, das wäre wahrscheinlich eher wieder was für einen Jan. Die restlichen Zeldas. Ja, klar. Also, ich sehe da auch schon was für den Stefan. Gucken. Waffenblitzfluch 5. Waffenblitzfluch mache ich sehr gerne fertig. Ich bin nämlich, ich habe den 5. auch noch nicht gespielt, aber den 4. Den habe ich bis zu einem Teil gespielt. Würde ich gerne machen. Digimon World PS1 ist wieder was für den Stefan. Das Tolle ist jetzt, ist für jeden was dabei. Last Remnant haben wir uns auch schon drüber. Alundra ist auch sehr, sehr schön. Kenne ich nicht. Beides. Es geht auf jeden Fall auf diese große, lange Liste, die wahrscheinlich nie abgearbeitet wird, aber prioritätsmäßig. Es wird bald wahrscheinlich wieder eine Abstimmung geben. Wenn ich sagen würde, was ich in naher Zukunft gerne mal spielen würde, was auch so in diese alten Dinger, was da gerade so hauptsächlich genannt wird, vorkommt, ich möchte unbedingt Ys spielen. Unbedingt. Zwar aber auch in meinem Voting relativ weit oben. Okay, dann schrieb auch noch gerade Crystal Chronicles, war einfach nur der Hammer. Ich mochte auch tatsächlich dieses Spielprinzip damals, als Crystal Chronicles von GameCube rauskam. Es war echt toll. Echt, da fehlt Dark Souls in der Liste. Das geht da drüber. Genau, der Kishi macht das schon ganz gut. Ja, der kriegt da auch immer auf seinen Helm. Der macht das schon. Ja, auf seinen Bogen, wenn dann eher. Ist ja mehr der Bogenschütze da gerade. Ja, aber wenn er verdroschen will, krieg ich auf den Helm. So. Mehr Zelda-Spiele und vielleicht mal Story-Spiele wie Beyond Two Souls, Heavy Rain und Life is Strange. Heavy Rain ist praktisch next up bei Criminal Minds. Also Überbrückung, bis wir Yakuza Ishin haben. Beziehungsweise Kiwami. Entschuldigung, nicht Ishin. Kiwami. Genau. Hast du dir nicht einfach überlegt, mal so den anderen Kram zu machen? So, was jetzt gerade da zum Beispiel drinsteht? Zum Beispiel Link's Awakening oder sowas. Traust du dir das zu? Ich muss Jan gleich ins Discord holen, damit Jan mitreden kann. Ich habe sowieso noch viel zu viele Spiele, die ich spielen möchte. Life is Strange ist halt ein Square Enix-Titel. Kann man schon machen. Nur, dass das nochmal klar wird. Der Schwerpunkt liegt zwar auf Japano-Spielen, aber das... Das heißt nicht, dass wir ein reines Programm machen, sondern nur, ne? Weil Witcher war ja auch nicht japanisch. Diese Liste, NGD. Aber wir würden sagen, ich sag jetzt mal, wir würden gerne 90% davon würden wir gerne auf Japano halten. Ja. Wie sehr sagt dir das Unair-Design des Kanals zu? Sieht hübsch aus, ne? Ja, schöne Luft. Aber sie ist nicht on. Es ist diese, diese Treppe. Diese... Nee, es ist aber auch nicht für jeden was. Andere möchten halt lieber gar keinen außenrum, sag ich jetzt mal so. Ja, das ist jetzt zum Beispiel mir geht's. Es gibt immer mal Ausreißer. Ja, eben, das meine ich ja. Bei der Sache Design ist halt so, das ist für mich eine persönliche. Ja, für meine 3 der Fug. Das ist halt das, wo ich dann halt da sitze und frage mich so, okay. Der Hauptteil bei Twitch sieht halt wirklich so aus, dass ihr ein Vollbild habt. So wie jetzt gerade praktisch. Die und dann so, Cam so ist wie beim Kishi der Greenscreen. Genau. Weil die Cam ist drüber geklatscht und am besten rechts noch der
Ich glaube, wir mögen Treppen. Wir sind eine Treppengesellschaft! Au! Meinen Ohren wehgetan. Und wo du halt vom Spiel einfach nichts mehr siehst. Und wenn dann noch ein Alert losgeht, dann ist sowieso der Dreiviertel des Bildschirms dicht. Und das ist irgendwie komisch. Finde ich. Es ist halt immer stark abhängig, ob Design oder nicht Design. Ja eben, Kishi meint eben, es hängt von, denke ich mal, von den Leuten an, ob sie Design rum möchten oder nicht. Oh, guck mal. Dazu später mehr, denn wir wollen mehr in diese Richtung gehen, dass wir so Yabano, Soll man nicht vielleicht mal sagen, was Yariba geschrieben hat? Ja, kannst ja vorlesen, wenn du möchtest. Yariba meinte, ich sehe euren Stream nicht nur als Yabano-Stream, sondern eher als ein Stream, wo die Streamer Otakus sind. Also ich würde es cool finden, wenn ihr auch anderes als japanische Spiele streamen würdet. Es kommt noch mehr tatsächlich. Nee, Kishi, das war nicht gemeint, dass es das Beispiel war, wie man es nicht mag. Wir haben nur gesagt, die einen mögen es lieber so, die anderen mögen es lieber so. Wir sagen, wir mögen das halt jetzt zum Beispiel lieber so. Ich meine, klar. Aber ich bin super, super gerne bei dir und finde das auch super spannend, dir mal zuzugucken. Ich meine, klar, bei uns haben, also wenn, dann haben wir als Team praktisch, sagen wir, zu 75% das letzte Wort und die 25%, die lassen wir uns ja auch immer beeinflussen von euch. Na, weil im Prinzip, ihr seid ja die Leute, die es am Ende konsumieren müssen und wir wollen uns halt auch prinzipiell nicht dazu, also ich wäre im Discord-Voice. Muss ich mal gucken, wie ich das einbinde gleich, falls das hinhaut. Ja. Und beim Design ist es halt, ja mein Gott, nicht jeder steht auf dieses vegane Blau. Veganes Blau. Ja, veganes Blau. Das vegane Blau, ne, also, nee, ich meine schon, dass ich ihn gleich mal dazu hole, dass er auch was dazu beitragen kann, wenn es soweit ist. Ja, wenn man gleich zu den nachhaltigen Sachen kommt, Blau ist geil. Okay, was auch gerade blaue Schrift bei uns im Chat, ne. Also wie gesagt, wir versuchen es halt irgendwie so minimal wie möglich zu halten und das geht nur um Sau da drin gerade. Wir versuchen es halt so clean wie möglich zu halten. Ihr habt es ja eben gerade bei Yakuza gesehen und da war ja auch im Prinzip unten die Splitleiste und das Bild ist ein bisschen kleiner geworden und wir haben halt immer den Vorsatz, dass wir das Spielebild im Prinzip eigentlich nicht angreifen wollen und alles andere drumherum einfach thematisch dazu passen soll. Und deshalb haben wir auch immer schön dieses Visual da rechts ist, was vom Spiel ist, und neu ist halt jetzt eben die kleine Werbung drüber. Da müssen wir halt einfach gucken, dass wir die Screens da so ein bisschen anpassen, aber sonst, wir haben euch beide im Stream gesehen und deshalb kann ich auch dazu nichts sagen. Ja, das meine ich zum Beispiel. Aber wir haben YouTube. Kannst ja mal zum Beispiel bei YouTube reingucken, wie der Jan und der Stefan so sind. Wobei ich bin persönlich auch jemand, der lieber sagt, ich sehe die Leute lieber im Stream und live. Ich kann mit dem Streamer kommunizieren kann eine gewisse Sympathie aufbauen. Ja. Der Kishi schlägt ja wie Riva ab. Ist schon soweit? Also, ja, das... Warum ist er geil? Ich weiß jetzt halt nicht... Was? Kishi ist geil, hat er im Chat geschrieben. Was? Was? Alles gut, mach weiter. Leute, kommt mal runter. eigentlich hätte meine Antwort darauf lauten müssen, der aus Street Fighter. Das sind die Streamer auch gerne. Gut, also ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll, aber die Mehrheit ist ja praktisch eigentlich auf der 5. Das heißt, im Prinzip habe ich da nichts schlecht gemacht. Auch wenn das Design sehr rudimentär ist. So. Gib uns Feedback zum Design. Gut. Gut. Kein Mensch vieler Worte. Aber gut. Dann husch, geh ja rüber, bevor gewässert wird. Man redet über mich. Geil. Die Küstenkamera auch schon angefasst. Der Killian hat mich sogar schon im Bikini gesehen. Und hat uns tief... Der Killian hat uns tief berührt. Naja, dafür hat der Killian mich auch schon vorbeirennen sehen Richtung Badezimmer, weil es mir sehr, sehr übel ging am Ende des Streams. Belika. Du verpasst nichts. Ich lese nur noch das vor, was da steht. Wenn du nicht gerade irgendwie 5 Minuten pinkelst, dann kriegst du. Notfalls nimm dein Handy mit und guck auf. Nein, komm. Du Schlinge. Ja. Gott. Das Design ist wirklich sehr gut und mit das Beste, was ich bisher auf Twitch gesehen habe. Sehen anscheinend in der Grafik einige anders. Aber ja. Schlicht. Und informativ.
Ja. Das ist genau das, worauf es abzielt. Okay, okay, ich flitze. Schon mal im Chat geschrieben, ausführlich drüber. Was? Ausführlich drüber geschrieben, super gerne weiter für jedes gespielte Spiel ein passendes Design. Ja. Naja, eigentlich haben wir nur Viecher an der Seite. Ja, im Prinzip, ja, das, was aus dem, das, was mit dem Spiel zusammenhängt, das ist da, das halt, halt dort, ne? Habt ihr ja gerade gesehen. Also mit einem Blick sieht man, welches Spiel das ist. Hübsches Haruka. So. Finde es mega knuffig. Knuffig vor allem, finde ich geil. Ja, also Plüsch ist es jetzt nicht ganz, aber ja. Wollen wir jetzt warten, bis. Meinst du? Wie lang Strumpf zurück ist, oder? Weißt du, was das Problem ist? Ich glaube, sie hat mich gerade angesteckt. Was ist nur mit Frauen, dass ihr nie vor der Reise Pipi machen gehen könnt? Was läuft da? Was läuft da falsch? Ich war im Dungeon vor der Reise. Mein Fleisch ist auch von ihm verschlungen. Oh ja. Ach, du hast uns tief berührt. Ich glaube, die Lena hat uns einen Last Remnant Key geschickt. Glaubt sie zumindest. Was? Oh. Das sehe ich gerade nicht, ne? Wegen, wenn Whisper und so sind, das sehe ich gerade nicht. Frauen gehen doch immer zusammen aufs Klo. Stimmt. Tamara, tschüss. Okay. Muss irgendwie. Muss sonst noch jemand eventuell aufs Klo? Ich kann gerne ganz kurz. Designtechnisch, ich kann ja mal gerade eben nochmal, habe ich Konsole noch an? Kann ja mal gerade eben nochmal irgendwie hier so einen lustigen Bildschirm zeigen, ne? Komm, ich zeig euch jetzt mal, ich lasse jetzt mal die Hosen runter und zeig euch mal, wie das alles hier bei uns aussieht. Ja. Ja, also das sind hier diese lustigen Screens, die ihr normalerweise von uns kennt, ja? Da ist jetzt halt natürlich kein Signal drin, aber da hast du halt zu jedem Spiel, du da halt tatsächlich thematischen Visual, das ist gar nicht viel, aber es macht halt dann doch schon tatsächlich einiges aus und titeltechnisch ist halt, sieht das halt alles hübscher aus. Guck mal hier, zum Beispiel Uzuki. Ja? Und alles Sachen, das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber es hat dann teilweise doch schon größere Ausmaße, weil ich finde es persönlich dann dadurch halt doch schon irgendwie viel stimmiger. Ja? Oh ja, das war aus dem 24-Stunden-Stream. Ne? Zum Beispiel das hier ist im Übrigen mein Favorite, weil ich da noch im Hintergrund so ein bisschen dran rumgepinselt habe und so. Das ist schon richtig. Oh, Signal. Ja, natürlich. Da ist ja auch gerade gar nichts. So. Ist wieder da, jetzt muss man nur auf Tamara warten. Was auch dauern kann. So, gehen wir wieder zurück auf diese lustige Tafel hier. Schwupp. Oh, ich höre die Tür. Linkes Gasm, ja. Nun. Also das sind praktisch die Screens. Da werdet ihr noch ein paar mehr sehen. Ich hoffe, dass das in irgendeiner Form sich weiter so gut verkauft. Für null Geld. Ich wünschte, ihr könntet mit mir zusammen zu dieser Tür gucken. Wenn Tamara kommt. Frauen mögen links. Jeder mag link. Ich bin eher Rechtshänder. Auch. Du hast jetzt extra länger gebraucht, weil du die Kinderschokolade mitgebracht hast. Hinsetzen. So, dann kann jetzt ja mal die nächste Tafel. Ach nee, falsch. Da ist nächste Tafel. So. Guck mal, Kuchen! Kuchendiagramm! 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 Bist du wieder so weit? Schön. Okay. So, Kuchendiagramm. Ich bin auch eine Frau von aufs Klo nehmen. Das ist die Gleichberechtigung. Nun, das ist eine Sache, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist aber auch sehr, sehr überraschend gewesen. Was ist dir persönlich in unseren Streams am wichtigsten? Das Spiel, das gespielt wird, der das Spiel spielt, Gesprächsthemen während des Spiels oder die Interaktion mit mir im Chat? Eure Kinderlage wird auf dem PC verschoben. Nein, nur der Kühlschrank ist mit einer kleinen Biegung schnell zu erreichen. Mhm. Umgekehrt geht das natürlich auch. Wenn du was Schlechtes im Kühlschrank ist, kannst du auch mal eben. Strimmer ist die Spiel dran. Nur ich not. Das war aber Tamaras Any% Klogang. Nun. Ja, also da ist dann natürlich sehr interessant gewesen. So, ja, die Streamer sind anscheinend wichtig. Das sind wir, glaube ich. Ne? Und danach sind die Gesprächsthemen wichtig.
Das heißt, im Prinzip ist eigentlich das, was ganz davor war in der Umfrage, ist ja fast schon nichtig dadurch, wenn alles unrelevant. Ist alles total unrelevant, wenn wir da hier sitzen können und können im Prinzip Minesweeper spielen. Das heißt, wir können die Füße hochlegen. Willst du bitte damit aufhören? Und können reden. Tamara schlägt natürlich die ganze... Kannst du bitte... Weg. Entschuldigung. War auch ungemütlich, tut mir leid. Ja, Rechtschreibfehler sind im Übrigen immer inklusive. Ja? Aber weißt du was? Ich habe jetzt bewiesen, dass ich Hosen anhabe im Stream. Trimmer sind Sebastian, so. Und Socken. Also, daher wissen wir jetzt ja, wir könnten anscheinend Minesweeper spielen und ihr findet es immer noch interessant, weil wir halt da sind. So, 18 Antworten gab es da so im Übrigen. Findest du Gesprächsthemen während des Spiels störend? Themen über das Spiel selbst sind mir wichtiger. Nicht sehr viel Prozent. Das ist eine Tamara-Portion von dem Kuchen. Allgemeine Themen. Nimm dir aber die rote Portion. Allgemeine Themen. Wie war es noch? Obelix, teil den Kuchen in 3 Stücke. Obelix, ich sagte 3 Stücke. Ja, allgemeine Themen machen mir Spaß. Ja, das ist das, was wir prinzipiell machen. Meistens reden wir darüber, wie unser Tag war und was wir sonst erlebt haben. Das scheint euch auf jeden Fall zu gefallen. Oder ich erzähle sehr, sehr lustige Geschichten aus meiner Jugend, die jetzt mittlerweile doch schon sehr lange zurückliegt. Welche Veränderungen würden dir gefallen? Oh, jetzt wird's interessant. Ich weiß, dass jetzt hier die Sachen abgeschnitten sind, aber ich kann sie euch noch sagen, ja. Regelmäßige 24-Stunden-Streams ist das erste, ja. Ich fange von unten an. So. Passt doch alles drauf? Ist doch alles drauf? Nein, hier vorne fehlen die ganzen Titel. Wer hat bei euch die Hosenanfrage beantwortet? Was? Ja, ich? Ja klar, ich trage ja auch keine Hosen beim Stream. Wisst ihr doch mittlerweile. Also fangen wir unten an. Mehr Gewinnspiele will keiner. Doch einer. Wir haben schon lange keins mehr gemacht. Wir haben schon lange keins mehr gemacht, ja. Mehr Community-Spiele. 6 Leute zumindest. 35%. Ja, Live-Let's Plays. Könnte man dann ja mal machen, wenn Stefan mal wieder da ist und die Woche mal wieder regulär läuft, dann haben wir auch Zeit. Beim Niemand trägt Hosen beim Streamen, ja, sag ich doch. Das heißt, Kishi trägt keine Hosen beim Stream. Jetzt muss ich aber selber nochmal nachgucken, weil ich mir nicht mehr ganz sicher bin bei den. Weil die zwei, die vertausche ich immer. Oder? Umfrage. Bevor ich jetzt was Falsches sage, ich frage mich immer noch, Stefan, scroll mal runter, ist ein ganz netter Mensch. Genau, guck, scroll mal ein Stück runter, da sind alle Fratzen nämlich abgebildet. Oder hoch. Der Jan ist der aussieht wie ein rasierter Wookie. Oh, das ist gemein. Also so wie ich jede zweite Woche, wenn ich für euch streame. So, Antworten. So, gehen wir es nochmal durch. Welche dieser Veränderungen würden euch gefallen? Und zwar, machen wir es doch von oben. Also regelmäßige 24-Stunden-Streams. Jan! Bester Sendeplatz. Sei brav. Das Schlimme ist, das hat schon mal jemand gesagt. Ich habe es wiedergegeben. Wir streamen mehr als 2 hier tatsächlich. Was auch beim Header oben und von der Liste unten gar nicht so angedeutet ist. Du Schlinge. Das ist ja richtig. Das zweite ist ein fester Sendeplatz für die Musikstunde. Die 9. unter euch kennen das noch gar nicht. Wir haben öfters regelmäßig eine Musikstunde gemacht zu einem gewissen Thema. Und wenn der Stefan wieder da ist, dann wird es die auch wieder in Zukunft geben. Ja, also, danke. Nein, 4 streamen, weil Momo immer noch kein Internet hat. Genau. Aber sie ist ja öfter hier, also streamt sie eigentlich schon. Momo ist lacking auf Internet. Ja, die leckt ihr Internet, das heißt echt. So, ein allgemeines Talk-Format. Hallo. ein zusätzlicher Spieleblock jeden Abend. Wird schwierig, zumindest bei mir. Wollen auch gar nicht so viele Leute. Merkst du das? Dann, Live-Let's Plays, habe ich ja schon gesagt, und unten drunter mehr Community-Spiele. Anscheinend ist das, was am meisten gewollt wird, tatsächlich, wenn Projekte, also das hier, wenn Projekte der Crewmitglieder in irgendeiner Form sind.
Also wo wir wie damals praktisch Minecraft zusammengespielt haben. Und der, so weiter, der Finio fragt, ob das unser Halbjahreszeugnis ist. Eigentlich ja. Sowas in die Richtung. Sowas in die Richtung. Fast eigentlich sogar, ne? Ja, im Prinzip kannst du so sagen. Also zum Jahresende gibt es dann ein neues Zeugnis von euch, von uns. So gesehen, also praktisch die Musikstunde ist, was ihr unbedingt wollt. Das machen wir auf jeden Fall wieder, wenn Stefan wieder da ist. Allgemeines Talkformat, das wird hier in irgendeiner Form weitergeführt. Wie dann die Themen dazu kommen, müssen wir uns drüber unterhalten. Und ja, Projekte mit den Crewmitgliedern zusammen versuchen wir nach Möglichkeit. Nee, ja, sind wir noch nicht da, Killian. Im Juni schon. Dafür ja, machen wir dann auch einfach nochmal eine. So. Wo war ich stehen? Ach ja, guck mal, würde dich Werbung in der Pause stören. Das ist jetzt sogar schon so alt, genau, dass wir das schon ausprobiert haben. Das ist die Werbung. An sich kein Geschenk, das ist die Werbung da oben. Stimmt das? Ich glaube schon, ja. Okay. Werbung ist jetzt da oben und stört hoffentlich immer noch keinen so wirklich. Ich hoffe, die 10,5%, die... Tut mir leid. Ne, wir haben ja schon gesagt, dass hier oben, das unterstützt uns einfach nur, indem ihr zuguckt. Machen am 6.6. auch einen Musik-Talk. Das wäre doch was. Ich übersehe das Banner immer. Also wie gesagt, der ist da, ja auch nicht so groß. Das da oben, ich finde das eigentlich im Gegensatz zu anderen Sachen wie Loots oder sonst irgendwas, das ist echt toll. Sagt der Chat auch. Ich meine, klar, wenn es jetzt wie bei dem Dragon Quest Heroes halt einfach mal über einem Charakter drüber liegt, ist das doof, aber das passen wir ja an. Ne? Also, ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Und ihr habt keine Vorstellung, wie sehr es tatsächlich hilft im Gegensatz zu anderen Sachen. Ich fand das lustig, weil Chris hat den Banner am Anfang zu groß gehabt und hat dann von den Leuten, von dem Programm gesagt bekommen, der Banner ist bei euch zu groß. Tobi, Basti, herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass wir das hier machen dürfen und ich hoffe, wir sehen uns bald mal, dass wir uns auch dafür bedanken können. Denn, denn Tobi und Basti von Stream Ads sind echt zwei echt Liebe, die haben dann echt versucht, erstmal mit uns so zu kommunizieren, ja, warum wir das halt irgendwie nicht komplett drin haben und so. Ja, gesagt, ja, wir wollen es eigentlich nicht unbedingt irgendwie so penetrant für die Leute haben und so. Und mittlerweile ist es so, ja, jetzt gibt's halt alle 15 Minuten mal eine Nachricht im Chat. Der Bot spammt mehr als das. Und ja, und der Banner ist halt Darf man da mal eine Zahl nennen? Es ist deutlich mehr als... Es ist mit den aktuellen Leuten, die als im Chat sind, immer so rund 1 bis 2 Euro pro Abend. Also das finde ich beide Daumen hoch. Deswegen habe ich auch vorhin zu Miri im Chat gemeint, allein, dass du da bist, hilft uns schon. Ja. Dann muss nämlich keiner, der eventuell eben nichts geben kann, weil es halt einfach nicht geht, der kann einfach nur da sein und unterstützt einfach. Genau, und wir können hier die Grundlage ein bisschen verbessern. Und die Möglichkeit wollten wir euch halt einfach geben, nachdem wir halt so oft wirklich gelesen haben, ja, aber die Jungs machen immer, die spenden immer so viel und bla und blub. Und es muss sich keiner schlecht fühlen deswegen. Es ist keiner hier nicht willkommen, der nichts geben kann. Mhm. Ihr gebt hier alle jetzt gerade was. So. Ja, also wie gesagt, das ist eine Sache, die halt sehr, sehr hilft. Und solange es euch nicht stört, stört es uns auch nicht. So, und wann würdest du einen neuen Programmblock platzieren, wenn er denn kommen wollen würde? Das ist sehr interessant tatsächlich. Viele von euch sagen nach 22 Uhr. Das wäre dann vermutlich was für Stefan oder mich. Denn ich habe noch die Möglichkeit, zusammen mit Stefan eben halt die Nachtschicht zu übernehmen. Praktisch. Ich muss ja schlafen. Weil anscheinend ist es halt wirklich so, dass viele halt von euch irgendwie so nach der Late Night Horror. Ja, ich muss unbedingt noch die Horrorbots fertig machen. Die Horrorbots. Jetzt lese ich Bots, müssen sagen Horrorbots. Ich muss unbedingt noch die Horrorspiele fertig machen. Und der Late Night Kishi, der macht ja auch was so lang. Aber ja, dahingehend. Ja, ich auch, Kermit. Ich auch. Was heißt hier Bots helfen? Nee, eher nicht, weil dann werden wir eher aus dem Programm rausgeschmissen, ja, als dass es uns hilft. Ja, also praktisch, da viele von euch ja praktisch von der Arbeit heimkommen und gerade irgendwie so um 18 Uhr ansatzweise irgendwie den Stream anmachen können, ist es von unserer Seite aus vermutlich eher nicht so der Knaller, wenn wir es jetzt vor 18 Uhr machen. Nach 22 Uhr geht noch, wenn Tamara zum Beispiel keine Frühschicht hat, dann kann sie auch mal was machen. Ansonsten
Wobei ich da meistens schon ziemlich platt bin, weil ich ja Frühschicht habe, weil ich ja gerade von der Arbeit erst komme und nicht viel Zeit habe, um mich zu hübschen. Das ist dann halt eine Sache, die wir halt intern diskutieren müssen. Guck mal, Kermit und Kishi, das wäre doch das Duo für Late Night. Der eine ist so die der... Die Flirt Boys. Nee, weißt du, der eine ist so der Sidekick und der andere, der macht halt die schlechten Witze. Am oder die Flirt Boys. Am Wochenende kann ich irgendwie mal Late Night mit dabei sein, wenn ich gerade nicht streame. Ja, aber das, man kann ja vielleicht mal gucken, ob man halt einfach sagt, Programmpunkte, die sind halt einfach länger. Mir tut das ja auch eigentlich schon immer unter der Woche leid, wenn ich dann in der Spätwoche bin. Und ich merke halt, wie je später es wird, dass die Leute sagen, ich muss jetzt leider schlafen. Ja, zum Beispiel. Was man halt wirklich machen kann, ist tatsächlich, dass man halt jetzt sagt, so der Samstag, Sonntag, dass man jetzt wirklich Samstag und Sonntag belegt, was Stefan ja auch schon gesagt hat, dass man da halt einfach sagt, man macht da einen Slot mehr dran, dann habt ihr auch mehr von uns, auch am Wochenende. Wer ist der Seike und wer macht die schlechten Witze? Das trifft beides nicht auf mich zu. Und ja, das muss man halt gucken. Schlafen. Ja, André kennt das ja nicht, der leuchtet ja eh die ganze Nacht. So, welcher Beschäftigung gehst du nach? Das ist dann zum Beispiel wiederum eigentlich recht irrelevant, aber man kann ja trotzdem mal gucken. Leider leuchtet er heute bei mir nicht. Hast du das gerade aus dem Hintern gezogen? Hör auf damit. Wenn du der Backe-Überläufer bist, Kishi. Ja, irgendwie. Nein, Ranma Stream hat der. Das ist Sauerei. Wie kann der? Also, ich würde schon gerne sonntags jetzt weiter. Er streamt. Ja. Ich leg die Füße hoch und. Ich würde gerne. Ja, das darf Tamara dann machen. Ich würde gerne halt in Absprache mit Stefan, dann, wenn es soweit ist, dann eben sonntags als neuen Tag dann so ein paar Sachen hinwerfen. Müsste man halt einfach mal gucken. Was wahrscheinlich allerdings eine Folge davon wäre, ist tatsächlich, wenn es jemals unter der Woche zusätzliche 22-Uhr-Blöcke gibt, müsstet ihr euch tatsächlich eventuell nach einer sehr durchweg sich ändernden Schedule rechnen nach 22 Uhr, weil nicht jeder immer kann und dann versuchen wir es immer in irgendeiner Form, ne? Dahingehend, ja, berufstätig. Sonstiges ist auch sehr interessant. Das Lustige ist, keiner von euch studiert. Gut. Doch, so. Jari, nicht Jari, wobei Jariva weiß ich es nicht. Lena. Aber die war da noch alle nicht von dabei. Alle von denen, die geantwortet haben, sind keine Studenten. Und theoretisch müsste ich jetzt wieder Schüler machen. Jetzt ist zu spät, mach's in der nächsten Umfrage. Wie alt bist du? Das ist lustig. Eigentlich seid ihr alle so ein bisschen so im Durchschnitt unser Alter. Wir. So. Und. Aber ich bin 16, also ich bin das Gelbe. Dieses 14 bis 16, das ist vielleicht größter. Wer ist denn unter 14? Also Miri zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich. Was? Ach so, nee, nicht unter 14. Stimmt, wer ist unter 14? Und so viele. Das, was mich halt eben an dieser Tortengrafik da fasziniert, ist, ich bin grün. Das ist eine Feststellung, andere sind blau um die Uhrzeit. Das, was mich an diesem Kuchendiagramm gerade fasziniert, ist halt im Prinzip, weil wir unterhalten mit unserem... Oh, Jariva sagt jetzt was ganz Interessantes. Das ist ja der interessante Witz daran. Ach, ich habe gerade zwei Farben verwechselt. Darf ich? Ja. Interessant an dem Kuchendiagramm ist jetzt gerade, dass wir anscheinend eine sehr interessant verteilte Zielgruppe haben, die wir unterhalten mit unserem Schwachfug. In jedem Alter. Und das heißt ja im Prinzip, den Content, den wir machen, der ist ansprechend für alle. Müller Stern hat mich gerade amüsiert. Gelb und grün. Jemand hat ihn gelb und blau geschlagen. Gelb und grün geschlagen. Hellblau. Oh, guck mal. Ist schön, was ihr alles für Farben kennt. Das ist unglaublich. Au. Alt? Nee. Huch. Das ist jetzt auch was ganz Interessantes. Welche dieser Spielegenre magst du? Jetzt sind Aufbauspiele natürlich nicht so ganz großartig zu spielen auf einem Stream, glaube ich, und so interessant zu gucken. Aber wäre ja immer interessant. Du hast auch schon Menschen dabei geguckt, wie sie Städte bauen? Ja. Aufbauspiele. Ja. Beat'em Ups, dann vergessen wir das mit Tekken wieder, ne? Hack and Slay, das ist. Kann man Dark Souls Hack and Slay? Ist wahrscheinlich Hack and Slay. Weiß ich nicht. Ja, JRPG, ja, dann haben wir doch eigentlich schon mal alles getroffen, was wir wollten, ne, mit dem Kanal, ja. Dann seid ihr da zumindest schon mal auf einer Wellenlänge mit uns. Und gleich auf mit JRPG ist Strategie.
Warum? Warte, übrigens immer noch mal. Ja, gleich, Jan. Warum Strategie? Das heißt ja nur, welche Spielegenres magst du? Ne, also warum? Ich bin kein Strategiespieler. Warum Strategie? Das, Naja, die Frage ist doch mal, was haben wir mit Sonstige gemeint? Eigentlich ist doch Dark Souls auch eher ein RPG und nicht ein Ja, also ihr verteilt euch genauso bunt wir auf, haben diese, die normalen auf diese Genre wie bei uns. Was? Wir haben die normalen RPGs. Ja. Ne, also. Ich glaube, Jariva will nie über uns. Ich ein neues Anno in dem alten Zeitalter zurück. Dieses Zukunftsgedöns ist. Ja, ja. Ich glaube, Nioh muss auch ich spielen, oder? Ja, Nioh musst du spielen. Oh, guck mal. Alleine das jetzt so. Falls noch jemand Nioh übrig hat, vielleicht fällt mir ein, das irgendwann mal zu spielen. Zum Beispiel. Wofür interessierst du dich sonst so? Kann man machen. Grassimulator. Ach, hat Nioh oder Sakurion bei dir angemeldet? Dann fällt's wohl doch für mich flach. Ja. Mal gucken. Jan will ja so viel machen. Jan will ja. Wir zwingen Jan erstmal zu Valkyria Chronicles 2. Nicht Valkyria Chronicles, Valkyria Profile 2. Und ja. Mal gucken. Mach mal alles mal, Jan. Deshalb können wir auch gleich mit Jan im Voice mal reden, weil dann kann er uns nämlich mal sagen, was er sich so vorstellt, was er demnächst, was er nämlich so spielen wollen würde. Nioh ist doch schon längst rausgekommen. Ja, Nioh ist schon lange draußen. Ja, und Nioh hat er bei Release angemeldet. Ah, okay, so war der Satz gemeint. Ja. Ich hab den Satz gerade falsch verstanden. So. Ja, J-Music, Manga. Wir sind also alle in einer Japano-Ära hier anscheinend. Die sonstigen Menschen, naja. Die, naja, über die wir hatten nicht. Aber auch nicht viel Auswahl für sonstige Dinge, ne? Ja, eben, deshalb. Aber alleine, das war ja schon Sinn der Sache, dass Kishi hat eine Beschwerde. Was denn? Da gab es dann nicht die Auswahl Frauen. Geheim, Kishi. wenn du schon zu Hause bist, setz dich in den Kühlschrank. So. Mach die Tier von innen zu. Ja, das war ja auch im Prinzip auch der Plan, weil ich genau das hören wollte. Dass Leute sich in dem Bereich interessieren und dann, ne? Und dann, erstmal müssen wir bis 2018 überleben, Jan. So, jetzt, pass auf. Ja. Wir erinnern uns ganz an den Anfang, dass Idolmaster nicht so der Knaller ist, ne? Ne? Hm? Ne? Hm? Warum ist denn der Montag der beliebteste Tag? Weil das so dein Talk-Format war auch. Ich hab doch nur über Idols geredet, größtenteils. Ich sollte mal meine Nachricht nicht so schnell abschicken, was? Achso, wollte. Ich halte euch am Leben, um Gottes Willen. Bitte nicht mit Geräten. Ich bin schon heim und sitze generell im Kühlschrank. Ohne Hosen, bitte. So. Ja, also Montag und Samstag. Samstag kannst ja schon mal... Killian, wenn du Frauen da draufsetzt, musst du auch Männer draufsetzen, du Rassist. Rassist vor allem. Ja, eben, das hat mich gerade amüsiert. Nein, mit Hosts. Ja, klar, gerne. Machen wir umgekehrt, aber allerdings genauso. Also Montag und Samstag. Samstag kann es ja dann auch nicht sein wegen Witcher. Zu dem Zeitpunkt. Ne? Dann war irgendwie Quiplash. Ja, also, das war dann auch mitunter so ein Ding. Komm, es gibt gerade was anderes zu bedenken. Vielleicht kann man an anderen Tagen einfach nicht. Möglich. Ist ja zur Interpretation offen hier. Ist wie ein Gedicht. Zu welchen Zeiten schaust du unsere Streams? Das eine muss ja nicht das andere sein. Ich bin beruhigt, dass da nichts Blaues ist. Das war zumindest die Fangfrage dran. Diese 50% sind eigentlich die, denen ich an der Stelle Danke sagen wollen würde, weil im Prinzip, was? Vielleicht kann man auch an andere. Ja, das war das, was ich gerade gelesen habe. Ja. Bei YouTube halt auch nicht. Aber da war YouTube bei uns auch noch gar nicht so viel beladen. Nee, war auch noch nicht so viel. Jetzt haben wir viel mehr aber Leute, die auf YouTube angemeldet sind. Im Prinzip war das so auch mitunter eine Fangfrage, weil ich erstmal wissen wollte, wie ist denn jetzt eigentlich das Ganze vom Konzept her? Weil es ist ja so angelegt, dass die Leute halt nur dann zugucken, wenn ihnen was gefällt. Und anscheinend muss ja alles... Ja, YouTube fehlt irgendwie, ne? Und es muss ja anscheinend so sein, dass die Leute dann einfach alles durchgucken, weil wir haben ja schon gemerkt, es liegt ja an den Leuten, warum sie es durchgucken. Theoretisch heißt das, wir haben 50%, die gucken uns alle. Hi, 50%. Wir haben andere 38,9%,
Die gucken... Dich. Mich? Wer hat das denn noch im Spätslot? Ich bin, Stefan. Ich bin nie im Spätslot. Stefan einmal. Also mich und Stefan. Und wir haben 11%, die gucken dich und Jan. Warum poste ich eigentlich nicht? Da weiß ich nicht. So. Achtung. Achtung. Testfrage. 22,2%. Was da würden los? Uns nicht abonnieren. Die Frage ist übrigens so angelegt, wenn du könntest, würdest du uns abonnieren? Würdest du, nicht kannst du, sondern würdest du. 22,2%, ich bin enttäuscht. Ich glaube, Yariva sagt, sie würde uns... Diese Partnersache, das ist... Wir sind ja affiliated jetzt. Ganz ehrlich. Wenn wir Partner sind, sind wir nicht anders als jetzt. Genau. So. Und wenn wir Partner werden, dann ist das für euch an sich eigentlich nur eine Möglichkeit, im Prinzip zu sagen, wir unterstützen den Kanal damit, dass wir euch eben abonnieren. Punkt. Ich habe einen Test gemacht, heute eine Waffel zu basteln. Ja, stimmt. Ist fehlgeschlagen. Ich würde den Abo-Button so hart bangen. Mit dem Kopf, ne? Ja, also früher, also ich muss das jetzt an der Stelle erzählen, früher, da haben wir rumgeblödelt, das war noch zu Zeiten, als Killian, du kriegst da doch bestimmt was hin. Ja, aber nur, wenn ich es... Sabishi macht echt geile Emotes, das muss man schon sagen. Kann jemand bitte das da auch als Clip machen und Sabishi dann schicken, dass Sabishi sehr, 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 sehr geile Emotes macht. Die sehen einfach zum Verlieben aus. Kermit, kannst du vermitteln, eventuell, potenziell vielleicht? Ich meine, du bist doch hier Quotenfrosch drüben. Wäre das möglich, eventuell? So, also jetzt erstmal die Sache, warum wollten wir zu dem Zeitpunkt, also zum alten Zeitpunkt eigentlich Partner werden? Wir haben wegen halt gesehen, den Emotes. Nein. Entschuldigung. Und zwar, es gibt ja eben bei Twitch diese Teams. Wir haben uns damals überlegt, eigentlich wäre es ganz toll, wenn wir Partner wären, dann könnten wir ein Team aufmachen. Und könnten da im Prinzip Leute in dieses Team einladen, die irgendwas im Japano-Bereich machen. Zum Beispiel den Kishi, den Ranma, genau. Die Riva. Das Lustige ist, Twitch hat das früh erkannt, dass wir die Welt verändern wollen. Und hat sich überlegt, ha, lass mal Communities machen. Und im Prinzip ist das ja sowas wie Teams, ohne dass du Partner sein musst. Ne? Aber ich find's trotzdem immer noch geil für die Emotes. Und als zweiter Grund natürlich die Emotes. Keine Frage. Ja, also... Seit damals dieser Vorfall mit den Bibern war, wo Tamara das Borkenherz für ein Waffelherz hielt, ist dieser Gedanke doch tatsächlich sehr, 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 sehr tief eingebrannt, dass wir ein Waffelherz... Also wir haben mit den Bibern ausgemacht, dass wir ein Waffelherz als erstes nehmen. Das Problem ist, man hält ja auch Ehrenversprechen, ja. Und deshalb muss das erste Sub-Emote, oder das erste Emote, das muss ein Waffelherz werden. Tiefgehende Geschichte, ich weiß, aber ja. Dahingehend, ja. Wenn es jetzt halt, ich muss jetzt aber trotzdem mal sagen, also seit dieser Umfrage sind 125 Follower vergangen. Mir ist gestern gar nicht klar geworden, dass das so viel waren. Schon, ja. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir mal mit unseren eigenen Accounts angefangen haben und uns selbst gefollowt sind. Wir sagten noch, wir werden eh nicht über uns selbst rauskommen. Mit uns selbst meinten wir im Prinzip eigentlich so die drei Leute, die wir vielleicht noch so kennen. Und jetzt sitzen wir, 11 Monate später, sitzen wir jetzt hier, haben da oben eine 350 stehen und wissen eigentlich gar nicht, wie wir das verdient haben. Ich glaube, gestern kamen sogar 5 oder so dazu. Ich glaube, sogar eine dazugekommen jetzt. Hm? Nee, da, mit denen sind wir 350. Ich glaub, jetzt ja, sind wir haben jetzt, ich liebe Markus. Ach ja, dann sind wir bei 352. Vielleicht streamt der eine Mensch, der uns gefollowt ist, auch das, noch wenn wir hier fertig sind. Dann könnten wir mal dahin entlassen. Aber ich weiß gar nicht wirklich, wie wir das verdient haben, weil wir einfach nur, wir sind das, was wir immer sind. Wir sind doof, wir sind peinlich und... Darf ich mal ganz kurz... Jan, das Problem am Kartoffelsalat ist, das versteht keiner hier. Nee, versteht auch keiner. Wir müssen für den Channel Sachen nehmen, die jeder hier versteht. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Kannst du mal eben unseren Kanal aufmachen? Unseren Kanal? Ja, mach mal eben ganz kurz auf. Was möchtest du denn? Tatsächlich, was? 350. Was da passiert? Sind wieder Bots gelöscht worden? Oh, tatsächlich. Ist egal, das ändert an der Tatsache tatsächlich nichts. Ja, also ich weiß nicht, wie wir das verdient haben.
Einfach aus dem Grund, weil wir sind doof, wir sind genauso peinlich wie sonst auch. Und das Einzige, was jetzt der Unterschied zu sonst ist, wenn man mit uns irgendwie im gleichen Raum rumhängt, ist, dass wir Spiele dabei spielen. Mehr ist es nicht. Was gegebenenfalls auch in die Emotes oder irgendwann eingebaut werden muss, ist Horst. Weil das ist zum Beispiel sowas, das hat mit dem Channel zu tun. Außerdem, ach, es gibt eine Sache, die habe ich noch gar nicht erwähnt, die jetzt ja gerade im Prinzip dazu passt. Wir sagen ja eigentlich im Prinzip immer, dass wir ja an sich gegen große Raids sind. Weil im Endeffekt... Nein, Kartoffelsalat ist nicht der älteste Running Gag des Kanals, das gehört zu Moonflow. Das ist ein Unterschied. Du Schlingel. Pass auf. Die Sache ist, Raids sind ja schön und gut. Und wir sagen halt prinzipiell so, Raids, die zum Beispiel jetzt 100 Leute hierher bringen, die dann vielleicht halt followen, weil der angeschlossene Streamer es halt dann so wollte, ist halt für uns insofern problematisch, weil jeder, der halt hier so nach und nach reinkommt, mit dem können wir eine Art Beziehung aufbauen. Und die ist uns an sich sehr, 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 sehr wichtig. Weil ich will prinzipiell für mich selbst von jedem wissen, wer er ist. Und es sollen einfach nicht am Schluss 200 Namen sein, von denen ich eine Person kenne, die regulär zuguckt. Und mir ist es dann lieber, dass wir halt eine Community sind, die nach und nach sich gegenseitig kennenlernt und so zusammenhält. Und dann kann man halt auch einfach 3 Jahre brauchen, um zu wachsen, und braucht halt nicht 3 Hosts. Ja? Weil Wachstum ist schön und gut, aber es hilft. Es hilft halt einfach keinen. Weil was bringt uns im Prinzip eigentlich, wenn wir den ganzen Tag... Markus hat uns direkt die Follow. Markus, der Schlingel. So. Und was bringt uns dann halt einfach, wenn wir da sitzen und wir haben einen Chat, der halt so schnell scrollt, und wir aber du hast einfach keinen Zusammenhang mehr. Ich meine, schnell Chat scrollen und so ist total ist schön und gut, ist Chat-Aktivität, weil ihr auch euch selber unterhaltet und so. Aber es hilft uns einfach nichts. Ja. Wenn ich. Ich persönlich fühle mich unwohl, wenn ich unter 200 Leuten bin, die ich nicht kenne. Ich frage mich, wie Gronkh das zum Beispiel schafft. Seitdem sein Chat macht er einfach nur wuff, 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 wuff. Der war nicht wuff, das macht wuff. Sag ich doch. Diese ganzen Emotes im Chat gerade. Das ist gerade ganz sehr, sehr viel Liebe in der Hose. Selbst das ist schon viel, finde ich. Das ist mehr, als ich jemals erwartet habe. Das ist halt so, ist mir im Übrigen mal aufgefallen, dass in vielen Twitch-Chats bei irgendwelchen Channels. Tschö, Delfinio. Schönen Abend. Dass in vielen Twitch-Chats ist halt einfach so, dass zusammenhangslos im Prinzip eigentlich nur auf den Streamer eingeredet wird. Und bei uns habe ich eher den Eindruck, es wird sich auch untereinander unterhalten. Und das ist das, was ich gerne bewahren wollen würde. War Spaß. Och, Delphi. Leg uns doch nicht so rein. Ich muss einen Yu-Chan Schmollgif an dieser Stelle einfügen. Ich kann auch schmollen. Mach mal. So, ne, also. Und all das, was ihr zusätzlich als Zuschauer... Stellen wir einen Stein von uns. Muss der was wert sein? Oder darf das auch ein Kiesel sein? Wir fahren wir. Ach ja, und da ist das, was ihr hier mit reinbringt. Ich muss mal was nachgucken, weil wenn ein Stern einen Stein möchte. Alles das, was über das Zuschauen hinausgeht. Mach weiter. Das können wir nicht beeinflussen, aber wir nehmen es sehr, 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 sehr zu Herzen, wenn da mehr kommt, als das reine Zuschauen. Wir können dich erkennen, das ist ja die Sache. Ich habe auch letztens Pass auf, du bist jetzt hier. Und wenn du beim zweiten Mal wiederkommst, dann kennen wir deinen Namen. Und irgendwann fragen wir dich sogar mal wieder, wahrscheinlich wie bei anderen, nach deinem Vornamen. Dann begrüßen wir dich sogar mit deinem Vornamen, wenn dir das gefällt. Wenn ich was sagen darf, also wir haben Schüler bei uns auf der Arbeit aktuell. Die habe ich umgesetzt, weil sie die ganze Zeit halt nur miteinander am Quasseln waren. Dann hat einer auch sich beschwert, ja, aber die da kenne ich doch gar nicht, neben die ich mich setzen soll. Dann habe ich auch zu ihm gemeint, weißt du was? Aber du kannst sie kennenlernen. Im Prinzip das, was Killian sagt, ja. Weil, ich sag's halt, das ist halt das, was momentan, glaube ich, bei dieser
bei dieser Twitch-Gruppe, die jetzt halt gerade sich gegenseitig alle followen, als Problem haben. Die machen dann halt einfach hier so Follow gegen Follow. Und dann hast du 2000 Follower und das bringt dir nichts, weil zwei Leute zugucken. Und im Endeffekt wollen wir halt eben, dass die Leute, die uns zugucken und uns followen, dass die halt, dass wir die auch, ne, dass wir die auch kennenlernen. Das ist uns wichtig. Kishi ist schon ist Kishi schon im Geburtstagskalender? Nein, ich glaube nicht, nee. Wann hat der Kishi Geburtstag? Mach mal gerade noch die letzte Sache. Ja, wir haben da so einen Geburtstagskalender. Wann hat der Kishi Geburtstag? Ihr könnt jetzt wann hat Yariba Geburtstag? Ihr könnt jetzt über Geburtstage reden. Ich lese mal ein bisschen was vor. Hier ist doch hier immer der... Moment, welche Farbe war es denn eigentlich? Ja, doch, der schwarze. Nee, der lila. Ich muss lila holen. Red derzeit mal über das, was unser Schild sagt uns. Einige letzte Worte. Ich habe uns ein paar Worte dagelassen. Bleibt so, wie ihr seid. Versuchen wir, ja. Das habe ich ja gerade auch schon gesagt. Ihr seid die Besten. Besten nicht. Wenn wir die Besten wären, dann wären wir wahrscheinlich auf der Startseite, so wie andere Leute. Und das ist auch nicht unser Ziel. Ja. Aber solange wir für euch die Besten sind, ist das total okay. Wie war's Geburtstagskalender? Da ist ein Geburtstagskalender. Ihr seid flauschig. Ja, kann ich bei Tamara bestätigen. Ja, wie sieht die Zukunft aus? Habt ihr irgendwelche Pläne? Verraten wir nicht. Verraten wir am Geburtstag. Im Wochenangebot sollten mehr unterschiedliche Spielegenres vertreten sein. Ich finde schon, dass tatsächlich so von der Genreverteilung in der Woche einige letzte von mir alle. Nee, ist nicht drin. Alle Worte, die du kennst. schon wieder schön getriggert. Ne, also von daher. Wir müssen einfach mal gucken. Vielleicht kriegen wir da noch mehr unter. Ich scroll. Genau, guck bei dir bitte. Wenn wieder mehr Let's Play Together stattfinden würden, das haben wir auch schon gesagt, wollen wir sehr, sehr gerne machen. Wir arbeiten gerade dran. So. Ich will gerne wissen, wo ihr euch in Zukunft seht. Habt ihr irgendwelche Dinge, die ihr realisieren wollt? Ja, haben wir. Bestimmte Ziele? Ja. Habe ich auch gerade schon indirekt angeteasert. Wollt ihr die Bagger-Crew erweitern? Ja. Haben wir ja praktisch schon mit Stefan gemacht. Und wenn sich's ergibt, machen wir natürlich so ein bisschen mehr draus. Wollt ihr eventuell morgens oder mittags streamen? Morgens oder mittags streamen ist dann wahrscheinlich eher Live-Let's Play. Weil die regulären Streams abends, die sollen dann halt einfach die Streams sein, die ja also sind. Habe ich dir da hingelegt? Wollt ihr Community-Treffen machen? Ja, sehr bald sogar. Mehr Details dazu, wenn es soweit ist, wenn wir das abgeklärt haben. Allgemein eine kleine Aussicht auf eventuelle Wünsche für die Zukunft. Wir haben alles, was wir uns wünschen. Ich meine, klar, jetzt kam noch mein Rechner mit dazu. Bin Jungfrau. Entschuldigung. Ja. Keine Ahnung. Ja, die Wünsche. The Incredible, welchen Namen von dir nutze ich jetzt eigentlich? Joker oder The Incredible? Nein, Incredible. Joker ist er nicht. Ach ja, stimmt, das sind zwei verschiedene. Tut mir leid, dann streich das, was ich gerade gesagt habe. Sorry. Schreib einfach Herbert. Also, Wünsche an sich. Jetzt würde halt mein Rechner noch anstehen, aber das ist jetzt nicht so, dass man davon die Zukunft des Kanals abhängig machen kann. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles, was wir wollen. Wir haben eigentlich ein stetiges Wachstum mit Leuten, die wir sehr, sehr gerne haben, die sehr, sehr gerne hier auch wieder reinschauen, die ich irgendwie fast täglich im Chat sehe. Und das ist eigentlich mehr, als was ich mir wünschen kann. Passt gut auf euch auf, wenn es euch nicht gut geht, sagt den Stream ab. Ihr seid auch nur Menschen und noch nicht viele Leute, die euch mögen, werden es euch übel nehmen. Das Lustige ist, wir streamen, weil wir daran Spaß haben. Und wir streamen, weil es auch für uns ein Ausgleich ist. Im Prinzip ist das unser Ausgleich. Lise, wann hast du eigentlich Geburtstag? Entschuldigung, du bist gerade reingekommen, wenn ich dabei bin. Okay. Ja, also, hallo und guten Abend an die Menschen, die nachzügeln. Ja. Also, haben wir eigentlich im Prinzip alles, was wir wollen. Und, ja. Das ist für uns also ein Ausgleich. Und wenn es uns wirklich mal nicht so gut ist, ich habe es ja zum Beispiel gestern gemerkt. Kishi ist Skorpion. Gestern gemerkt schon,
Mir ging es eigentlich so den ganzen Tag über nicht so gut, weshalb ich Tamara dann praktisch hingesetzt habe und gesagt, spiel bitte Zelda, dass nicht ausfällt. Der Tag? Also an diese. Und ich habe mir dann eine Ibu reingepfiffen und habe dann halt versucht, irgendwie ansatzweise wieder aktiv zu sein. Ich hoffe, man hat mir gestern nicht angemerkt, dass ich zwar ein bisschen groggy war, aber ja, sie möchten ein Datum für den Kalender haben. Am besten noch mit E-Mail-Adresse, Schuhgröße, Unterwäsche, Farbe und falls so. Falls es jemanden interessiert, Kermit hat am 14. Also sammelt schon mal für die Geschenke. Hashtag bald. Dahingehend, ich wollte es mir einfach nicht nehmen lassen, mit euch wieder Quiplash zu spielen nach so langer Zeit. Dahingehend. Im Moment habe ich nichts auf dem Herzen, was ich sagen kann. Vielleicht in Zukunft, genaueres kann ich nicht sagen, ob mich was stören würde oder was geändert werden sollte oder könnte. Das ist jetzt weder gut noch schlecht. Danke dafür. Allgemein ist das Spiel sehr spannend und lustig. Ich habe nichts zu bemängeln. Auch danke dafür. Habe, denke ich, eigentlich schon alles in den ersten Fragen erläutert. Bin, denke ich, erst seit 4-5 Monaten dabei, aber mir gefällt euer Stream-Projekt an sich sehr super. An sich super. Neue Spiele und neue Formate habe ich soweit auch angegeben, deshalb kann ich nur noch sagen, vielen Dank für die großartigen Streamabende. Weiter so. Vielen Dank. Versuchen wir. Eine mega tolle Community aus mega tollen Streamern macht weiter so wie bisher. Wollen wir tun. So, jetzt gehe ich mal auf diese andere lustige Sprechtafel wieder, wo Tamaras Hintern gerade im Bild hängt. Meine Unterwäsche ist auch schwarz. Jupp. Was? Kishi hat geschrieben, was seine Unterwäschefarbe ist. Hey Kishi, wir haben Panda-Look. Kaum jemand hat jeden Tag Zeit. Nicht so schlimm. Ne, es ist auch so. Ich glaube, also, Lisa will mir seinen Geburtstag nicht geben. Du musst Folgendes wissen. Das, was bei uns bei YouTube passiert, dass diese ganzen Streams immer mit diesen mittlerweile 24 Stunden Versatz da online kommen, das ist ein Service, was wir euch praktisch bieten, wenn ihr eben nicht da sein könnt. Ich weiß, live ist natürlich immer eine ganz andere Sache, aber mittlerweile, ich habe mal einen sehr lustigen Kommentar via PM bekommen, wo die Aussage, geil Partner, wo die Aussage war, Einiges, was ihr im Stream macht, das ist wie ein GZSZ. Wenn man was verpasst, dann muss man unbedingt nachgucken, was da passiert ist. Und das ist genau das, was ich auch immer meine bei diesen ganzen Seitenhiebe, die ich an Stefan gebe auf einem Stream und Stefan gibt sie mir wieder zurück. Und du hast dann im Prinzip die ganze Woche lang hast du irgendeine doofe Story, die sich mit mir und Stefan irgendwie durchzieht. Und wenn du die dann nicht mitbekommen hast, dann verstehst du die halt nicht. Und das ist dann halt relativ schwierig, gerade jetzt die Referenzen mit, die früher schon da waren, die kennen die Geschichte mit Horst. Die eben jetzt später dazu kommen, die kennen die Geschichte mit Horst eben. Ich habe keine Ahnung, was eigentlich Horst ist. Die wissen nur irgendwas mit Horst und dass wir irgendwas über Holz reden. Und das ist jetzt mittlerweile auch so weit schon gegangen, dass das streamübergreifend ist. Das heißt zum Beispiel Ranmas haariges Holz zum Beispiel und sowas. Ich habe auch schon ein Emote bei Chris beantragt mit dem haarigen Holz. Nein. Doch, nein. Hab ich. Ich hab dir gesagt, ich will dein Holz mit Haaren. Als ja, für Ranma vielleicht. Nein, für uns. Nein, für Ranma. Nein. Unser Holz hat ja Haare gehabt auf dem Stream. Genau, Kishi kennt Lord Wellblech. Lord Wellblech zum Beispiel. Und irgendwie kam so auch von Stefan schon, wir brauchen langsam irgendwie so ein kleines Wiki, in das wir alles eintragen können, damit die Leute das nachlesen können. Weil jemand hat das auch irgendwie geschrieben, dass gerade die Leute, die da neu sind, die fühlen sich dadurch ausgegrenzt, dass wir die ganzen Insider kennen. Oder dass ihr die ganzen Insider kennt und die dann halt nicht mitreden können. Und das vor allem versuchen wir so ein bisschen auszumerzen. Aber ansonsten, ja. Gibt's sonst noch was dazu zu sagen? Ich glaube nicht. Ja. Aber das ist so der grobe Umfang tatsächlich. Bei dem, was man hier alles so, ne? Ja, Riva wird müde. Wird müde. So, jetzt gucken wir mal, ob der Jan noch im Discord hängt. Der ist bestimmt weg. Oh, der Jan noch im Discord hängt. Überraschung. Ich höre nichts. Hörst du was? Ich muss gerade mal gucken, ob man den Jan hört auf dem Stream. Oh, Jan hört mich an sich, ihr hört Jan aber nicht, ich mache mal eben die Musik ein bisschen. Warte. Aber du hörst dich. Warte, ich mach. Kleinen Moment, Jan. Warte, ganz kurz. Ich muss den Audio gerade kurz umstellen, dass ich dich auf dem Desktop-Sound habe. Dann hören dich die Leute auch.
Warte, das müsste der hier sein. Und dann machen wir die Ausgabelautstärke, die machen wir mal ein bisschen lauter. Genau, vielleicht macht er gerade Kartoffelsalat, meint der Kermit gerade. Nee, der Jan ist schon da. Jetzt muss ich nur gerade gucken, ob man den gleich auch im Stream hört. Weil ich höre ihn nämlich noch nicht. Also, keine Ahnung. Oha, guck mal da, der Jan. Wenn du mich kennen würdest, dann würdest du wissen, dass ich für meinen Kartoffelsalat 2,5 Tage brauche. Mhm. Der letzte lag auf dem Boden, den ich gesehen habe. Dieser Mensch, der im Hintergrund hört, das liebe Neulinge, das ist der Jan, der streamt normalerweise dienstags und donnerstags, aktuell in der Vogelperiode, wie ich sie mittlerweile liebevoll nenne. Und nur diese Woche nicht, weil Jans Stimme war weg. Wie ihr hört, ist sie wieder da. Sie ist aus den Malediven zurückgekehrt. Ihr könnt mich wieder verstehen, hallo. Ich habe zwar immer noch ab und zu ein paar Huster zwischendrin, so alle 2-3 Minuten, aber man hört mich wieder. Ich habe das gleiche Problem aktuell, Jan, weil ich krieg irgendwie Tamaras Blessuren ab von ihrem Rumgekränge. Ich nehme euch das alles ab, weil ich klinge mittlerweile, glaube ich, auch so, als hätte ich irgendwie ein Gummiboot in der Pipeline. Das ist echt schlimm. Der Jan ist der geile Speedrunner. Genau der. Jan, wir sind jetzt ja gerade praktisch erstmal zusammen die Umfrage durchgegangen. Und jetzt hast du ja selbst gesagt, du hast ja noch das ein oder andere auf der Liste, was du gerne machen wollen würdest. Jetzt machst du aber erstmal Link to the Past fertig. Ja, erstmal Link to the Past fertig. Ist ja klar. Ach, das sind wir ja relativ gut weit durch. Eieiei. Naja, wenn du die Tode etwas einschränkst, schaffst du es diese Woche ganz bestimmt. Vielleicht, ja. Nächste Woche. Ich hoffe, dass ich es jetzt innerhalb der nächsten 2 Wochen auf jeden Fall durchschaffe. Ich habe auf der Liste unter anderem draufstehen Nio, das habe ich bei dir ja schon angekündigt, als es rausgekommen ist. Das Problem an Nio ist halt, ich habe zum einen keine PlayStation und nicht das Spiel. Das kann man aber ändern. Das haben wir ja schon geklärt. Wenn du das wirklich machen willst, dann kriegst du das. Das dauert noch ein bisschen, genau. Dann habe ich ja seit dem ersten 24-Stunden-Stream noch auf der Liste draufstehen. The Book of Unwritten Tales Teil 1 und Teil 2. Stimmt, konnten wir ja nicht machen, weil wir alle ohnmächtig waren. Killion erinnert sich. Ja, weil es gefühlte 5 Millionen Grad in eurer Wohnung war. Ich habe schon überlegt, ob wir die nächsten Donation nicht einfach in so eine Aircon investieren, ja, oder eventuell so kühl, so Unterbodenkühlung, dass wir halt einfach unsere Hintern am Boden festfrieren. Du meinst, andere haben eine Bodenheizung und wir haben eine Bodenkühlung. Oder wir machen das wirklich bei Hickey, wenn wir da Internet hinkriegen. Dann habe ich draufstehen auf meiner Liste Pharao Rebirth Plus. Das ist ein PC-Spiel mit einem Hasen, der Archäologe ist und lustige Kämpfe macht. Im Übrigen, diese Qualitätsschwankungen, die liegen nicht an uns. Wir haben gerade irgendwie anscheinend in Discord eine ziemlich lustige Verbindung. Ja, das ist Discord. Alles gut. Dann habe ich draufstehen auf der Liste Fez. Das habe ich mir heute endlich auf Steam gekauft. Ist ganz lustig. Also, so ein Plattformer. Für alle, die es nicht wissen, der Jan, der ist ja auch jemand, der eben mal auch Sachen spielt, die sonst keiner sich traut zu spielen und sehr makabere Sachen auch sind. Das ist, wenn es nicht gerade wieder Angry Video Game Nerd ist. Ja, das habe ich doch, also so ist es nett. Ansonsten, ja. Flüssiger Stickstoff zur Kühlung, direkt an der Uni abzapfen, das wär's ja. Ja, dann habe ich auf meiner Liste draufstehen den Story-Modus von Diablo 3. Wäre auch nicht verkehrt. Diablo 3 Hack'n'Slay ist ja bekannt, das Ding hat tatsächlich einen Story-Modus, ob ihr glaubt oder nicht. Ist halt einfach nur mehr ein Stream von maximal 1-2 Streams, dann wäre die Story da wahrscheinlich frisch. Das sind 6 Akte, kann man wunderschön teilen. Dann habe ich auf meiner Liste draufstehen Darksiders 1, 2 und 3, wobei der dritte Teil erst vor einer knappen Woche für nächstes Jahr angekündigt worden ist. Ist auch ein Hack'n'Slay, es wird liebevoll das Legend of Zelda für Erwachsene genannt. Oha. Du spielst dort in den, sollen irgendwann mal 4 Teile sein, aktuell sind es nur 2, wie gesagt, der dritte kommt nächstes Jahr. Du spielst dort die 4 Reiter der Apokalypse und es ist quasi wirklich Zelda für Erwachsene. Killion fragt gerade, Diablo 3 Classic oder mit Add-on? Wenn ich sag 6 Akte, dann ist es wohl mit Add-on. Okay, ich weiß es ja nicht, ich habe Diablo 3 nie gespielt.
In Darksiders 1 spielst du Krieg, in Darksiders 2 spielst du Tod und Darksiders 3 ist noch, sind bis jetzt nur Screenshots öffentlich, nichts genaueres über das Spiel, aber ich glaube, du spielst Last. Last. Pestilenz? Ich glaube, Pestilenz spielst du. Delphi, wir haben auch sehr, 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 sehr viel vor. Und unsere Liste ist vierfach so lang wie die von Jan tatsächlich. Ja. Oh, dann habe ich auf meiner Liste draufstehen Kingdom Hearts 1 und 2. Mhm. Da, wobei und wir da noch auswürfeln müssen, wer von uns welches macht. Das fände ich ganz lustig. Teil 1 besitze ich nicht. Teil 2 habe ich. Ich weiß aber nicht, wo es ist. Das ist relativ lustig. Weil der Christian hat das ja schon von ganz langer Zeit mal angekündigt, dass er Kingdom Hearts spielen möchte. Da war aber noch nicht klar, dass Jan da so richtig strömern kann jetzt. Ne? Also da, deshalb sage ich ja, wir würfeln aus. Das war ja überhaupt noch vor Jan. Das Schlimme ist ja, nee, ja vor Jan. Aber Jan war schon da, aber halt Jan hat da noch nicht wirklich dran gedacht, hier zu streamen. Da war Jan war zu der Zeit ja immer sehr, sehr, sehr viel mit Germansch da am Röden. Und Arbeit und solche. Und Arbeit. Ja, wo ich ja fast jeden Tag auf Germansch gestreamt habe. Genau, und da war ja auch die Sache noch mit deinem Auto. Da war es ja auch mehr erstmal weg vom Fenster. Ja. Dann habe ich draufstehen Link's Awakening, das ist das Gameboy-Spiel. Falls das irgendjemand noch kennt, also für den Backstein-Gameboy. Zelda. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht so eine Faxrolle nehme und mache einfach so. Das sind im Übrigen die Spiele, die wir noch so planen. Lass dann die Faxrolle fallen. Mache ich gleich bei Twitter. Dann habe ich draufstehen auf Liste Legend of Zelda Oracle of Seasons oder Oracle of Time. Das sind die zwei Game Boy Color Spiele. Mhm. Die kamen quasi, ist ähnlich wie Pokémon Rot und Blau. Das heißt, in dem einen spielst du mit den vier Jahreszeiten, in dem anderen mit Vergangenheit und Zukunft. Jan, wie verhält sich das mit dir, mit 3D-Zeldas dann? Willst du da auch noch eins abnehmen, oder? Ich habe Majora's Mask und Ocarina of Time beide hier. Aber in Japanisch. Das wollte ich gerade sagen. Das Problem ist, dass sie beide in Japanisch sind. Und das versteht, glaube ich, hier so ziemlich keiner. Die beiden müssen einen D20 würfeln, der mit der höheren Zahl gewinnt. Wenn einer eine 20 würfelt, darf er beide spielen. Falls einer eine 1 würfelt, darf er keines der beiden spielen. Ich habe damals dem Chris sehr, sehr gerne dabei zugeguckt, als er gespielt hat. Ja, ich habe damals Kingdom Hearts für Tamara gespielt. Und natürlich, du hast es schon angesprochen, ist vor anderthalb Wochen in der Post gekommen. Valkyria Profile 2 Zulmaria. Es ist ein großartiges Spiel. Ich habe es leider selbst noch nicht durch, deshalb will ich Jan auf jeden Fall zwingen, dass er es unbedingt macht eigentlich. Falls ihr Langeweile habt, es gab einen Speedrun davon beim RPG Limit Break letzten Jahr, den ich kommentiert habe. Der Run geht knappe 2 Stunden oder so. Beide würfeln eine 1, ja. Da muss Tamara beide spielen. Das hier würde ich eigentlich auch gerne mal irgendwann spielen, glaube ich. Ach, Akiba's Trip, ja. Ob ich ein Spiel durchgespielt habe? Ja. Ich habe angefangen, hier durchzuspielen Angry Video Game Nerd Adventures, habe ich durchgespielt. Yep. Ich habe Risk of Rain mehrmals, weil das Speedrun ist ja. Mhm. Ich habe Jump Ultimate Stars, den Story Mode, erst letzte Woche gespeedrunnt. Mit einem Weltrekord? Und einen neuen Weltrekord aufgestellt. Und habe Ori and the Blind Forest durchgespielt. Genau. Und jetzt gerade auf dem Weg Link to the Past. Richtig, und jetzt bin ich auf dem Weg Link to the Past. Also das habe ich schon einmal durchgespielt, allerdings Any% und jetzt spiele ich es halt normal. Ihr könnt jetzt leider die Anführungszeichen, die ich gerade gemacht habe, nicht sehen, aber stellt euch die einfach durch. Du hast es Anführungszeichen technisch betont, ich habe das gehört. Ja, ich habe sie dabei auch gemacht, habe dann gemerkt, scheiße, was ja gar keine Kamera. Scheiße, das sieht dich keiner, ja, genau das. Ja. Ja, es ist Nacht, da sieht dich keiner. So. Bin ich effektiv wirklich, ich bin für alles offen. No, also Jan ist vermutlich einer von den Leuten, höre, die aber einfach, die finden, dass sie nicht hierher passen. Also, bei so Sachen wie Darksiders ist es schon sehr grenzwertig, das kann man halt spielen, weil wir die Zelda-Teile gespielt haben. Das wäre aber dann halt, da wäre das Problem, dass das in einem späten Slot auf jeden Fall gerne reinmachen würde, weil der erste Darksiders Teil ist FSK 18 und der zweite Darksiders Teil FSK 16.
das ist dann halt schon ein bisschen blöd, da so um 18 Uhr zu zeigen. Ja, das stimmt tatsächlich. Und ja. Ansonsten... Wenn ihr Ideen habt, was der Jan so spielen kann, und Jan lässt sich meistens auf den Kram ein, der entweder sackschwer ist, oder den keiner wirklich spielen möchte, der sackblöd ist, tatsächlich, ja, oder einfach eine Kombination aus all den vorher genannten. Das, falls ihr da irgendwas wisst, von dem ihr sagt, das würdet ihr gerne auch mal den Jan spielen sehen, wollen, tun, täten, dann, ja, PMt einfach mal. Genau, Jan kriegt den Spätzlot. Jan darf nur noch ab 22 Uhr sehen. Nee, das würde ich ihm niemals antun wegen der Arbeit. Niemals. Das geht nicht. Ich habe jetzt auch, ich war ja krank geschrieben, durch meinen Husten, Schnupfen, Schlag mich tot. Heiserkeit. Und keine Stimme. Und ich habe jetzt am Freitag mit meinem Kollegen geschwätzt, der ist zufällig der Nachbar von meiner Mutter. Und er hat schon gesagt, übrigens am Montag ist 7 Uhr. Ich so, alles klar. Das heißt, ich muss morgen schön um 6 Uhr erstmal aufstehen. Ekelhaft, ja. An einem Montag. Aber ich darf auch eine halbe Stunde später etwa aufstehen. Denn ohne E. Ich habe Dark Souls Casual gespielt. Habe den ersten Boss bei Dark Souls 1, den ersten Boss, wo du gleich reinkommst, diesen Tower-Wächter, den Türwächter, mit den Fäusten gekillt, um dann erst zu merken, dass du eigentlich erst in die Kanalisation gehen sollst, um dir da Schild und Schwert zu holen. Jetzt wollen sie mir Dark Souls wegnehmen. Es ging ja nur um Dark Souls 1. Ach so. Also, so viel zu Dark Souls. Im Übrigen, von Stefan wurde lustig mal vorgeschlagen, in einem 24-Stunden-Stream, ja, nehmen wir mal so einen Hut, da schmeißen wir alle Spiele rein, die wir aktuell auf dem Stream haben, und dann muss jeder ein Spiel ziehen, was er dann spielen muss. Ich will das im Übrigen sehen, ich will das mal sehen, wie der Stefan Idolmaster spielt, ja, und der Jan irgendwie, Ich gebe Atelier nicht her. Atelier doch, das wäre lustig. Nein. Ich habe halt auch schon überlegt, dass ich auch gerne spielen würde, wäre Bravely Default Series. Das Problem ist, dass Bravely Default ein 3DS-Spiel ist. Mhm. Und es gibt aktuell keinen 3DS-Emulator. Eine 3DS-Capture-Card kostet das um die 600 ja. Euro. Das ist das nicht ohne dann tatsächlich. Und das würde ich auch keinem tatsächlich donationmäßig antun. Niemals. Da müssten wir schon wirklich einen 3DS-Monat machen, dass sich das in irgendeiner Form lohnt. Das sind halt auch so Sachen, die ich gerne zeige. Viele Sachen würde ich gerne zeigen, die gehen halt leider nicht. Was ich noch überlegt habe, was mir gerade einfällt, es gibt einen guten PSP-Emulator, deswegen BlackRock Shooter The Game. Oh, ja stimmt. Das habe ich. Es gibt davon eine ROM. Das Problem ist, dass die ROM zum einen das englische Spiel ist und das englische Spiel sich meilenweit vom japanischen Spiel ab. Das Englische ist komplett anders als das japanische Spiel. Es sind teilweise Charaktere in diesem Spiel drin, die es im Japanischen nicht gab und anderswo. Was sehr, sehr komisch ist. Und das einzige Problem, was auch ein sehr großes Problem ist an der ROM-Version, gerade für den Stream, ist, die Story wird automatisch geskippt. Du kannst die Story dabei nicht erfahren, was da überhaupt passiert. Ist da Bescheid. Das heißt dann jetzt praktisch, Jans Liste ist auch sehr, sehr lang. Also bleibt doch einfach mal Dienstag, ne? Oh mein Gott, vielen Dank, Actress. Herzlichen Dank für den Follow. Bagger heute Abend. Herzlichen Dank für den Follow. Jan, das heißt ja dann praktisch Dienstag bist du wieder dran, ne? Wenn alles geht. Wenn da jetzt nichts anderes mehr geplant ist, wäre naja, Dings, ne? Dann ja. Wieder mit Link to the Past wahrscheinlich. Oh, Castlevania wird auch noch vorgeschlagen. Oh, Castlevania. Oder, ich weiß nicht, wie das ist. Ich bin am Überlegen, ob ich am Dienstag mein Feedback da mal vorlese. Anschließend vielleicht noch so, je nachdem, wie lange ich für das Feedback brauche, Stunde oder anderthalb Stunden noch Speedruns mache. Also so oder so, das wollte ich nämlich als nächstes fragen, ob du dann halt praktisch am Dienstag oder am Donnerstag dann dein Feedback vorliest, weil da würde ich nämlich dann wollen, dass ihr alle da seid, dass ihr mit dem Jan nochmal diskutieren könnt, was er denn wirklich jetzt so als nachfolgendes Projekt eventuell für sich macht auf dem Kanal und dahingehend, ja,
Ja, also ich hätte jetzt so rein auf den Kopf raus, hätte ich jetzt gesagt, so am Dienstag, 18 Uhr, erst mit dem Feedback begonnen. Hm. Und sobald das Feedback quasi fertig ist, dann Risk of Rain Speedruns, weil die gehen effektiv maximal 15 Minuten. Das heißt, da kann ich dann, je nachdem, ob ich jetzt eine Stunde Zeit habe oder anderthalb Stunden Zeit habe, dann mache ich halt einfach zwei mehr. Das ist bei Jump Ultimate Stars ein bisschen schwierig, weil da ein Run Minimum 45 Minuten geht. Oder du machst es halt so, wie im Chat schon steht, dass du für Link to the Past noch 9 Wochen brauchst und spielst halt 1,5 Stunden einfach noch Link to the Past und überziehen darfst ja eben. Überziehen darf ich gleich, bei mir kommt doch Tamara. Ja, aber darfst du schon. Wenn man abgesprochen hat, dann darf man überziehen. Wenn du Feedback machst, darfst du sogar überziehen. Nee, ich überziehe nicht. Ich mach dafür dann lieber den kompletten Donnerstag Open End oder so. Okay. Dann wisst ihr ja zumindest da schon, worauf ihr euch einlasst. Worauf ihr euch allerdings auch einlasst, ist tatsächlich dann, ja, ich habe mir eigentlich zwar überlegt, morgen mal ausnahmsweise einen Tag frei einzulegen für mich, aber ihr kennt mich, ich kann nicht ohne euch. Morgen habt ihr dann tatsächlich wieder den Idolmaster-Tag und ich muss dann mal im Übrigen gucken, deshalb gibt es auch für morgen keine Tafel, weil ich vermutlich morgen irgendwas in den zweiten Slot reinpacke, das hoffentlich bei euch Anklang findet. Was müsst ihr dann einfach mal in Dings gucken? Im Programmplan. Ach ja, und was das angeht, Jan hat ja in den letzten Wochen ein Riesentutorial aufgenommen, wie man Weiß-Schwarz spielt. Das werdet ihr bald auf YouTube sehen, wenn nicht sogar hier im Stream auch. Ja. Story dazu. Es gab insgesamt war das vierteiliges Tutorial und ein quasi Spiel gegeneinander. Das zweite Teil habe ich über Kamera aufnehmen müssen, leichter zu erklären. Über Kamera, ich baue jetzt das reale Spielfeld auf und zeige euch die richtigen Karten. Ich habe 2,5 Wochen gebraucht, um mir einen Kartenleser zu besorgen, weil der in meinem Computer irgendwie nicht mehr funktioniert hat, dass ich das erstmal hochladen konnte. Und als ich dann alles hochgeladen hatte und die anderen 3 Teile hatte ich schon fertig, wo ich keine Kartenleser für gebaut habe, dann sagte ich das auf einmal so, ja übrigens, Teil 3 und Teil 4 hat kein Ton. Ich so, hä? Wie? Teil 4 hat kein Ton. Ich so, meine Recordings angeguckt. Scheiße, die Dinger haben ja wirklich kein Ton. Ich mach die nochmal. Hab die gelöscht. Hat sich meine Stimme verabschiedet und ich habe heute vorm Stream, so heute Morgen oder so, für mich morgen, das ist 1 Uhr um 12, keine Ahnung. Mal gerade gucken, weil ich das ist so. Möchtest du kurz antworten, Tamara? Ich wollte eigentlich gerade sagen, die Stimme tut sich auch gerade technisch verabschieden. Ja, das auch. Ja, ihr wisst ja Discord. Genau. Gegen 12 rum habe ich dann geschrieben, hey, ich habe Teil 3 und Teil 4 neu aufgenommen, jetzt mit Ton. Hab das dann hochgeladen und freut euch auf jeden Fall drauf. Ich gehe eigentlich auf so ziemlich alles ein, was man irgendwie braucht, um das Spiel spielen zu können. Und vielleicht guckt sich das Chris ja an und dann können wir beim nächsten Stream mal gegeneinander spielen und oder so. Genau das habe ich mir dann vorgenommen, dass wir dann unbedingt mal in einem Stream, wo wir wieder zusammen sind, der Jan hier physikalisch anwesend ist, dass wir da unbedingt dann mal eine Weiß-Schwarz-Partie machen. Denn hiermit läuten wir quasi ein YouTube-Format ein, das wir in nächster Zeit sehr, sehr oft weiterführen wollen. Und zwar sind das eben Dinge, die nicht auf dem Stream passieren. Und das hat Jan liebevoll so benannt und das heißt Bug-AFK. Und, ja, ich habe den Witz-Counter dafür schon... hat er schon gekriegt, bitte nicht mal schreiben. Und da ist ja jetzt nicht nur das Weiß-Schwarz passiert, sondern Jan hat ja auch endlich sein Videomaterial vom GDQ im Januar hochgeladen, dass er jetzt ein Kartenlesen hatte. Und ich habe ihn noch nicht geschafft zu fragen, ob ich denn überhaupt daraus vielleicht auch ein Bugger AFK zusammenschneiden darf, weil es ist schon echt ziemlich cool anzusehen, was der Jan da so an Bildern mitgebracht hat. Klar, und dann gibt's ja noch ein Bowling. Du darfst es gerne verwursten, weil ich habe meine Sachen ja schon verwurstet. Du darfst es gerne nochmal selber verwursten. Tschüss. Vielleicht verwurstest du es ja schöner als ich. Dann haben wir noch Bowling, das schulden wir auch euch schon lange. Und das käme dann auch. Das heißt praktisch die ersten 3 Folgen von
und Backer AFK sind schon mal gesichert und vielleicht machen wir dann unter diesem Format irgendwie so eine Art. Du meinst die ersten drei Themen quasi? Ja, weil drei Themen, ja, jetzt, ja. Das Bowling ist ja effektiv, lag ja, wenn du da eine Runde, dann die nächste Runde spielst. Ja, wir gucken einfach mal, wie es das schneit. Auf jeden Fall, ne, das, dann hat man da so thematisch was. Und vielleicht machen wir dann halt unter dem Format einfach so echt Kraut und Rüben durcheinander, was da so alles ist. Wenn wir irgendwo mal sind und wir machen einen Vlog, weil wir gerade irgendwie unbedingt meinen, wir müssen Fallschirmspringen vom Kölner Dom machen, dann filmen wir das und dann stellen wir das auch online unter dem Format. Ich habe gehört, dass ich, wenn wir bei Hiki sind, bringe ich das Talisman-Brettspiel, das reale Brettspiel mit und dann spielen wir das vor. Oh Gott. Also nicht das, was es auf Steam gibt, sondern wirklich das reale Ding. Oh Gott, das Ding ist riesig und dauert ewig. Oder wenn wir zum Beispiel einen Pen-and-Paper-Abend machen, was ja immer noch so vorgeschlagen wurde, auch seitens Hickies, dann zeichnen wir das auch mal auf und dann vielleicht ist das ja auch interessant für euch. So habt ihr zumindest auch nochmal so ein bisschen das Gefühl, an unserem regulären Leben, was außer dem Stream gibt, irgendwie teilzuhaben. Tamara, müssen wir irgendwas sagen? Cool. Ich habe gehört, das Pen-and-Paper können wir machen. Ich habe mehrere Pen-and-Paper da. Also ich habe Dungeons and Dragons 5. Edition. Ich habe das Schwarze Auge. Da frage ich jetzt gerade, in welcher Edition, das müsste ich gerade nachgucken. Ich habe und das Geile, was wir hier mal an Neujahr gespielt haben, was du unbedingt verkaufen wolltest, aber es irgendwie 500 Euro. Ach so, ja, dieses Einzelbuch, ja. Ja, das Point-and-Pick-Pen-and-Paper-Spiel, was absolut cool ist. Und ich habe In Nomine Satanis, wo du einen Menschen spielst, der von einem Dämon besessen ist. Ihr seht, wir haben viel Auswahl bei Hiki. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Und es kommt ja immer noch, darauf warte ich ja noch, ich habe ein eigenes Pen & Paper entwickelt mit Anime- und Manga-Charakteren. Das wäre doch eigentlich perfekt für hier. Ja, das verraten wir aber noch nicht lustig. So viel. Richtig, das ist schon sehr, sehr lange in Bearbeitung und es gab von diesem Pen & Paper bis jetzt auch erst 2 Runden, die komplett durchgespielt worden sind. Und das waren alles nur mit maximal 2-3 Personen. Das ist alles noch ein bisschen in der Aufbauphase und es muss alles noch gebalanced werden. Weil ich das Ding effektiv komplett alleine geschrieben habe. Chris kennt das auch noch gar nicht. Ja, ich kenne das auch noch nicht, aber vielleicht werde ich es ja bald kennenlernen. So, jetzt merke ich, wir haben schon... Sehr spät. Wir haben, oh Gott, haben wir echt 1,5 Stunden drüber geredet jetzt? Ja. Und vielleicht hat ich Bock zu überreden, der hat nämlich, soweit ich weiß, das Deponia Pen and Paper Spiel. Ja, es gibt da ein Deponia Pen and Paper, frag mich warum. Also Pen and Paper Abende mit Jan sind gesichert. So, jetzt moderiere ich ab, Jan, ne? Ja, mach das. Der Jan, den seht ihr höchstwahrscheinlich, potenziell vielleicht am Dienstag und am Donnerstag. Und wie es dann nächste Woche mit dem Plan aussieht, weil ich die Frage gelesen habe vorhin. So wie es mit dem nächsten Wochen im Plan aussieht, das erfahrt ihr, wenn es klappt, bis morgen Nachmittag auf Twitter, im Discord oder auf anderen Quellen eures Vertrauens. Und wenn ihr hier auf den Kanal kommt und gebt Ausrufezeichen Schedule ein oder Ausrufezeichen Programm, Ausrufezeichen Plan, keine Ahnung, was oder es ist. Oder ihr seid im Discord und seht das nachher. Discord. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen ab 18 Uhr. Jan, sag mal tschüss. Tschüss. Wollen wir die Leute mal zu dem Menschen entlassen, den ich heute Morgen entdeckt habe, der immer noch streamt? Dann Tamara hostet gleich. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen ab 18 Uhr. Ich spiele noch 2 Tracks für euch. Und dann sehen wir uns morgen. Und macht einfach wieder Herzchen in den Chat. Genau. Aber bitte diesmal nicht übertreiben, ja? Bitte keine Leute töten. Seid lieb. Tschüss.